Ja, ich bin hier sehr gerne, deswegen auch, weil ich dich auch sehr schätze und eure Arbeit hier. Von daher ist das überhaupt nichts, was mich da groß, wo ich da große Motivation gebraucht hätte dafür extra. Ja, schön, vielen Dank für diese Vorschusslorbeeren. Ich weiß nicht, ob sich das dann auch so wirklich auszahlt, diese, aber das werden wir mal gucken, so halt. Ich habe diesen Titel mal so gewählt. Das hätte man natürlich auch viel einfacher und kürzer machen können, aber ich war halt gerade so in so einer Laune. Worum es eigentlich geht dabei ist das, ich sag's mal so, ich erlebe das sowohl ganz viel in Kreisen von Systemikern, das ist ja meine ursprüngliche Heimat, gerade im Bereich von systemischer Organisationsentwicklung auch, Teamentwicklung, allen möglichen Leuten in dieser Richtung, aber natürlich in Therapiekreisen noch viel, viel ärger, dass wenn zum Beispiel jemand kommt, sei es in Teams mit einem Auftrag, sei es in Organisation oder auch in Einzelnen, Coaching oder sowas, dass dann immer die Idee ist, also dass gefragt wird so, was ist das Problem? Also Problem, und dann aha, und dann müssen wir mal gucken, wie war denn die bisherige Geschichte, eine der häufigsten, gerade unter Systemikern noch immer, das hört nicht auf, Ideen stehen immer, wir müssen erstmal das Problem, das System verstehen, in dem das Problem entstanden ist. Und wenn man das dann gut verstanden hat, dann können wir gucken, wie wir tolle Interventionen da reinbringen können in dieses System. Also müssen wir erstmal das bisherige System verstehen. Also ist die Fragerichtung dann immer, ob das jetzt um ein individuelles System geht, also zum Beispiel eine Person, eine Interaktion in einem welchem Beziehungsfeld auch immer, oder ein Team oder eine Organisation, wie ist das System organisiert? Eine ehrenwerte Frage, die sollte auch gewürdigt werden, unbedingt. So haben wir immer auch gearbeitet, so. Mein, naja, Problem weiß ich gar nicht so, aber in gewisser Weise schon mein Problem damit ist halt, dass ich jetzt durch die Arbeit von Milton Erickson offensichtlich lebenslang kontaminiert und verpfuscht bin. Und von daher, so gern ich diese Frage selber immer gestellt habe, sie mir nicht mehr so richtig über die Lippen kommt. Ich dann fast schon körperliche Schmerzen empfinde manchmal, wenn ich sie so höre. Und dann habe ich gedacht, dazu sollte ich jetzt vielleicht doch mal was sagen, dann in diese Richtung. Weil aus einer hypnosystemischen Sicht, die mich halt leitet, ist ein Konzept, was ich halt mal, nachdem ich bei Milton Erickson war, entwickelt habe, dann so, da würde man da ganz anders dran gehen. Dafür sind aber ein paar Voraussetzungen notwendig, dass man das besser verstehen kann. Über die würde ich am Anfang gern so ein bisschen erläuternd reden und dann gucken, vielleicht kann man das dann sogar auch in dialogischer und multilogischer Form so machen. Ich habe extra darauf verzichtet, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zu machen. Das finde ich, es ist zwar in der Zwischenzeit schon fast traditionelle Kultur, aber ich finde, es ist so ein Triangulationsprozess, wenn man so Dreiecksbild, also Dreiecksbildung, wenn man mit PowerPoint macht, da sitzen die Menschen hier, dann sitzt dann der, der referiert und dann der Herr oder Frau PowerPoint. Ist dann auch mit drin und dann wird die Aufmerksamkeit, ein wichtiges Stichwort, auf das ich noch komme, die Aufmerksamkeit fokussiert auf Herr oder Frau PowerPoint und dann zwischendrin gibt es irgendwelche Kommunikationsströme, von denen man gar nicht mehr richtig weiß, ob man zum Schluss noch weiß, wie man wechselseitig aussieht, weil man, was man weiß, ist, wie Herr oder Frau PowerPoint ausgesehen hat, aber die Begegnung zwischen den Leuten, die da dazwischen sind, die wird manchmal relativiert. So, dass es sogar zu ungünstigen Beziehungsgestaltungen kommt. Deswegen habe ich mal gesagt, den lassen wir heute mal draußen. Aber ich kann gern immer erzählen, welche Folien ich üblicherweise projizieren würde, wenn ich sie projizieren würde, weil dann hat jeder Mensch hier die autonome Chance, sich imaginativ seine eigene Folie, auch mit den eigenen bevorzugten Farbkonstellationen, selber zu imaginieren. Das wäre dann die autopoietische PowerPoint-Präsentation. Und es hat auch was dann so in der Form. Deswegen mache ich es lieber jetzt so. Ne? Also, ich fange mal mit der Geschichte an, die dann praktisch einmündet, und das, wieso ich das so geschrieben habe, nicht anders. Ne? Als wir begonnen haben in Heidelberg, ich war so Teil dieser Pioniergruppe, die den systemischen Ansatz ins Deutschsprachige gebracht hat, das ist ja ursprünglich von der Mailänder Gruppe, Selvini, Boscolo, Cecchin, Prater, entwickelt worden. Und mit Unterstützung von Paul Watzlawick, der hat die da immer so supervidiert und so weiter, mit dem wir auch sehr viel zusammengearbeitet haben. Und wir haben dann als diese Gruppe dann das ins Deutschsprachige gebracht. Und das war sozusagen eine fast schon paradigmatische Wende für uns, weil vorher war es halt immer so, erstmal übrigens im Bereich der Psychotherapie, das hat sich ja später im Bereich Team- und Organisationsentwicklung hinüberentwickelt, so ungefähr.
Da kamen halt immer Leute zu uns mit irgendwelchen Problemen. Dann war es schon ein riesiger Fortschritt, dass man dann gesagt hat, naja, ein individuelles Problem, Frau Meier hat das Problem, Herr Müller leidet an dem Symptom. Das kann man nicht mehr einfach nur aus dem individuellen Blickwinkel betrachten. Weil wenn man das im individuellen Blickwinkel betrachtet, dann wird typischerweise halt oft ein Defizitkonzept daraus in der Richtung, oh, dem fehlt das, der kann das nicht, die hat die Unfähigkeiten, die hat die Krankheit, Pathologie oder sonst was, Inkompetenz. Und da wird es noch aus der individuellen Erlebnisgeschichte erklärt, womit man typischerweise in der Vergangenheit landet. Eine besonders beliebte Konstellation war, wie hatten Sie es denn in Ihrer Kindheit? Und die Kindheit war dann halt immer die Sau sozusagen. Die Kindheit war die Ursache, so ungefähr. Ja, der hat es halt auch nicht einfach gehabt und so ähnlich oder so. Oder der hat halt einen Dachschaden oder was immer, so in der Art und Weise. Und dann wurde so gearbeitet, individuumzentriert. Nun wurde aber allmählich deutlich über die Erfahrungen, blöderweise haben auch solche individuumorientierten Leute unvorsichtigerweise dann oft danach gefragt, und jetzt, wo es besser geworden ist, wenn zum Beispiel in der Therapie jemand erfolgreich nach Hause gegangen ist, wie geht es denn sonst in der Familie? Und dann wurden oft so Rückmeldungen, die Leute irritiert haben, gebracht. So zum Beispiel, ja, mir geht's jetzt klasse, aber dafür ist meine Frau depressiv oder sonst irgendwas. So dass dann allmählich deutlich wurde, es scheint nicht nur das Individuum zu betreffen. Und so ist man dann allmählich bei familientherapeutischen und daraus abgeleitet bei systemischen Konzepten gelandet, die halt klar davon ausgehen, es gibt kein einziges Phänomen, weder individuell bei einem Menschen noch sonst irgendein Phänomen, was nur aus sich selbst heraus erklärbar wird und auch seinen eigenen Bedeutungszusammenhang kriegt. Dafür braucht man immer den relevanten Kontext. Also muss der Blickwinkel erweitert werden auf das relevante Bezugsfeld, in dem diese Phänomene entstehen. Beispielsweise ein persönliches, individuelles Problem. Daraus haben sich dann alle möglichen Interventionsrichtungen entwickelt, in der systemischen Arbeit zum Beispiel. Die Frage, Vorgehensweise des sogenannten zirkulären Fragens. Ne? Da fragt man dann nicht mehr, was hat denn der Herr Müller oder so? Noch nicht einmal, was ist das Problem? Weil das schon wieder implizieren würde, es gäbe eins. Aber aus einer systemischen Sicht schon, ist es ist ein Problem, schon eine Verdinglichung, die aus dem Kontext gerissen wird. Weil das würde ja heißen, alle Leute in gleicher Weise sehen etwas als Problem. Wenn sie nur anständige Familiendynamik nehmen oder Paardynamik auch so, also nehmen wir typische Paardynamik, sagen, kommt ein Paar zu mir, mache ich immer noch gerne, so ein Hobby, so ein paar Sachen. Also, na, was führt sie denn heute her? Dann sagt meistens eine der beiden Parteien, interessanterweise häufiger die Frauen, ich weiß auch nicht warum, ja, wissen Sie, wir haben schwere Probleme, also, und, was, sehen Sie das Problem? Unser Problem ist mein Mann. Aha. Da frage ich natürlich diesen Mann, muss man ja auch fragen dann, sehen Sie es ganz genau so? Interessanterweise sieht er es nicht so. Sondern sagt, na, das ist überhaupt kein Problem, aber sehen Sie ja, was das Problem ist, dass die immer meint, ich sei das Problem. Also kann man es kreisförmig, zirkulär ansehen. Ne? Das ist dazu, wie man, egal wo man anfängt, kann man immer sagen, das ist der Anfang des Kreises. Das ist keine sinnvolle Beschreibung mehr, weil der kann überall sein und das Ende auch. Weil für sie ist er die Ursache und sie die Wirkung und für ihn ist gerade umgekehrt auch so. Wenn ich jetzt nicht einseitig parteiisch sein will, dann muss ich von der Fragestellung, was ist das Problem, natürlich weggehen in Richtung, wer sieht denn was? Eventuell als Problem, was mehr, was weniger, vielleicht auch gar nicht. Und wer sieht eher was ganz anderes als Problem oder überhaupt kein Problem? Und das haben wir auch ganz oft dann so, dass jemand sagt, ich sehe da ganz wichtige Probleme bei uns und jemand anderes sagt, also ich habe nichts dagegen, wenn du Probleme siehst, ich sehe keins. So, was nicht zur Freude des anderen beiträgt, ne? Und so haben wir dann, also die Frage, was ist das Problem, macht schon gar keinen Sinn mehr. Nun, als wir dann mehr und mehr dabei gelandet sind, aha, wir müssen also zirkulär orientiert arbeiten in Richtung nicht, was ist XYZ, zum Beispiel Problem, sondern wer sieht was, also eine perspektivenorientierte Richtung, in Richtung mit der Erfragung unterschiedlicher Perspektiven, die allerdings einen etwas traurig machenden, schmerzhaften Abschied bedeutet. Weil wenn man nach Perspektiven fragt, das ist das Blöde, dann ist mit der Wahrheit ziemlich mau. Weil vorher kommt man sagen, wie ist denn echt wirklich richtig, richtig? Also so richtig, richtig, wirklich echt richtig, richtig. Und das löst sich auf. Schade, gell? So dass man sagen kann, egal wie ich gucke, ich sehe die Wahrheit nicht.
Als Wahrheit hat man es heute nicht mehr so einfach wie früher. Man kann nicht mehr gefunden werden. Und wenn man sich noch so sehr meldet. Ne? Weil, es ist halt so, dass diese sogenannte Wahrheit immer subjektiv ist und damit Ausdruck einer eigenständigen Realitätskonstruktion. Dennoch war für uns ganz klar, okay, wenn wir jetzt aber uns mit Problemen zu beschäftigen haben, das ist ja das Typische, was man da hat, als Auftragslage, ja, dann müssen wir also das Problemphänomen in seinem interaktionellen Kontext beleuchten. Also, wer sieht denn was als Problem, was weniger, was mehr und so, wer macht da was, wenn das Problem läuft, zum Beispiel, Frau Meier hat das Problem, dann hieß es nicht, Frau Meier hat das Problem, sondern wer sieht denn am ehesten, dass Frau Meier ein Problem anscheinend hat, wer sieht es mehr, wer weniger, wer gar nicht, wie sieht es die Frau Meier selber, wenn der sagt, Frau Meier hat das Problem, was macht denn der da, wie denkt die da, wie fühlt der da, was macht die wieder, wie wirkt es auf die Frau Meier zurück, wenn sie hört, du hast ein Problem, ist das etwas ihrer eigenen Sicht, stärkt es das Problemerleben, schwächt es oder sonst was, so wird das ständig zirkulär in Wechselwirkungen gefragt, immer mit dem so, es sind Perspektiven, die erzeugen aber oder unterstützen bestimmtes Erleben. Okay, aber es war ganz klar und quasi ethische Pflicht eines anständigen Systemikers, dass man erstmal in welche interaktionellen Wechselwirkungen ist das Problemphänomen eingebettet? Abfragt, wacker, redlich und da kriegt man dann über zirkuläre Fragen ganz viel Information. Weil wenn man eine Stunde lang unterschiedsbildende Fragen stellt, wer mehr, weniger, gar nicht und da und so, in welchem Kontext mehr, in welchem weniger, da kriegt man wahnsinnig viel Information. Das Blöde ist, dann hat man sie halt. Und wenn man sie hat, dann muss man irgendwas damit anfangen. Jetzt war es, da war dann immer klar, wir müssen als erstes das Problemmuster verstehen, also die Interaktionen, die das Problem aufrechterhalten, und dann müssen wir intervenieren. Was heißt Intervention? Das Intervenieren heißt, wir bilden Unterschiede. Wir führen Unterschiede ein. Typischerweise war das zum Beispiel vorher als unfähig, doof, inkompetent, blöd oder so definiert, das sogenannte Problem. Also was machen wir? Positive Umdeutungen, positive Konnotationen, sogenannte Reframings. Ne? Ja, Sie haben bisher verständlicherweise gemeint, das wäre eine Krankheit oder Blödheit. Ist doch verständlich. Heute nach diesem Gespräch wurde uns deutlich, es ist eigentlich eine anerkennenswerte Loyalitätsleistung im Dienste der Familie. So. So, also nicht zum Beispiel bei einer jungen Frau, die nichts mehr gefressen hat, so ein bisschen ländlich gesagt, anorektisch nennt man das dann öfter, so in der Form Krankheit, Magersucht, dann war bei uns halt so, man kann es ja verstehen, dass sie das so nennen, aber uns wurde heute deutlich, es ist eine anerkennenswerte Loyalitätsleistung, sie geht in einen Hungerstreik im Dienste des Familienzusammenhalts. Das hat natürlich das System ordentlich aufgemischt, gell? Weil das hat die gesamte Bedeutung und so weiter alles verändert. Und das war die Erwartung bei uns. Nämlich, na, wenn wir was machen, dann müssen wir die bisherigen Muster unterbrechen, am besten das System ein bisschen verstören oder verwirren, dann reorganisiert sich schon selber gut. Das war sehr anteilnehmend und wacker gedacht. Es stimmt halt nicht. Obwohl wir jahrelang so gearbeitet haben, ganz viele Leute haben dann entsprechend auch konstruktive Entwicklungen gemacht. Daraus haben wir dann natürlich linear-kausale Schlüsse gezogen, obwohl wir immer gegen lineare Kausalität waren und immer für Zirkularität. Ne? Wir haben dann nämlich gesagt, wir sind halt so erfolgreich, weil wir so arbeiten. Dies ist eine linear-kausale Beschreibung. Wenn von heute aus betrachtet ist, das anschaue ich, heute arbeite ich deutlich anders, wesentlich wirksamer und effektiver und ausgesprochen viel würdigender und achtungsvoller, unterstützender als damals. Also müssen wir von heute aus sehen, wir waren so erfolgreich, obwohl wir so gearbeitet haben. Ne? Das ist ja verständlich, man lernt da dabei. Aber das erlebe ich also bis heute so, dass viele systemisch orientierte arbeitende Leute, so sehr kompetente Leute, die ich sehr achte, aber davon ausgehen, bevor man irgendwas anderes machen muss, müsse man das Problemsystem verstehen und von dort aus könne man dann vorgehen. Und es hat sich ja vielfach auch bewährt. Ich will das gar nicht grundsätzlich in Frage stellen. Nun sind in diese Art, da kommt noch ein Aspekt dazu, der war dann auch sehr wichtig für uns, dass wir uns gesagt haben, eigentlich, da
muss man dazu sagen, wir sind alle aus der Psychoanalyse gekommen und aus solchen Verfahren, die defizitorientiert waren. Und dann muss man immer nach Gefühle fragen und so Zeugs. Und wie ging es Ihnen damals? Und wie haben Sie sich gefühlt? Und die meisten Systemiker, denen ging das allmählich so auf den Wecker. Immer diese Nummer mit den Gefühlen. Und nach innen glotzen, dass die Gott froh waren über dieses Konzept, was wir dann hatten. Nämlich, wir müssen uns überhaupt nicht mehr mit Gefühlen und so Zeugs da beschäftigen. Warum? Naja, das ist ja alles nur Ausdruck eines interaktionellen Wechselwirkungsmusters. Also, wenn wir jetzt die interaktionellen Wechselwirkungen verändern, in die das eingebettet ist, weil das Problemphänomen ist nur so lange aufrechterhalten, solange diese Wechselwirkungen redundant immer wieder laufen. Wenn wir jetzt also die interaktionellen Wechselwirkungen ändern, ändert sich das Individuum automatisch mit. Dann müssen wir uns nicht mehr mit den Gefühlsnummern da beschäftigen. Und es hat sich auch bewährt, vielfach. Also haben wir wieder gesagt, das stimmt, wir sind so erfolgreich, weil. Dann sind diese blöden Neurobiologen gekommen. Maturana, Varela, Uribe und solche Typen. Wir haben sie dann auch noch wahrscheinlich zu ihrer Strafe immer wieder eingeladen zu uns. Weil die haben plötzlich gesagt, sie hätte was anderes entdeckt. Zum Beispiel das Erleben immer autonom, selbstorganisiert, von innen heraus erzeugt wird. Autonom. Und von außen durch nichts erzwingbar wäre. Dann sagt zum Beispiel Maturana, es gibt keine instruktiven Interaktionen. Also man kann von außen jemanden zu gar keinem Erleben bringen, wenn er nicht will. Das war jetzt blöd, weil jetzt haben wir die ganze Zeit immer gesagt gehabt, wir müssen gar nichts mit dem Individuum machen. Wenn wir das interaktionelle Wechselwirkungsgeschehen ändern, ändert sich sowieso das alles autonom von allein. Und jetzt zeigt es sich, das stimmt überhaupt nicht. Ich fand es sehr kränkend damals. So, ne? So, weil zeigte sich an vielen, vielen Beispielen, die uns gezeigt haben, egal ob sich der Außenkontext ändert oder nicht. Natürlich hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dann das Individuum auch seine eigenen Prozesse ändert, wenn sich die Umwelt ändert. Aber es ist nicht gezwungen. Also zum Beispiel Leute wie Donald Trump ist ein wichtiger Beleg für Autopoiese, egal wie die Umwelt ist, der scheint immer gleich zu bleiben. So in der Form. Also insofern kann das nicht so ganz stimmen mit der Umwelt. Ne? So. Das hat wieder ganz neue Herausforderungen für uns gebracht. Und das war die erste Irritation massiv. Die hat implizite und massive, auch explizite Auswirkungen auf die Art des Vorgehens. Da komme ich gleich drauf. Der zweite wichtige Punkt war, dass ich fasziniert war durch verschiedene Sachen. Mir ist allmählich aufgefallen in unserer Arbeit in der Gruppe beim Helm Stierlin, dass die meisten Interventionen oder eigentlich fast alle in der systemischen Arbeit, die relevante, wirksame Interventionen waren, letztendlich aus der Ericksonschen Hypnotherapie kamen. Also war für mich klar, da fahre ich halt zu Milton Erickson selber und lerne es bei dem von der Pike auf selber, dem Begründer dieser Ericksonschen kompetenzorientierten Sachen. Heute gibt es eigentlich, wenn man weltweit guckt, ich habe extra für einen Artikel, den ich vor kurzem veröffentlicht habe, noch einmal so alle möglichen Konzepte durchgeguckt. Im Grunde genommen keine ernsthaft mehr als kompetent und seriös ansehbaren Konzepte weltweit, die Kurzberatung oder systemische Beratung angeht und kompetenzorientierte Sachen, die nicht direkt oder indirekt auf Milton Erickson zurückgehen. Das kann man eigentlich. Das gilt für meine eigenen Konzepte, das gilt für die Konzepte von Steve DeShazer, das gilt bis zu Konzepte von Otto Scharmer mit dem so von der Zukunft her führen, Theorie U oder Appreciative Inquiry und all diese verschiedenen Sachen, die sind alle letztlich direkt oder indirekt. Sie zitieren nicht immer sauber, das ist allerdings auch so leider, aber sie sind alle direkt oder indirekt abgeleitet aus Milton Erickson Arbeit. Als ich bei Milton Erickson selber war, war ich zunächst sehr irritiert, weil ich bin ja davon ausgegangen, dass man eben erstmal das Problemsystem verstehen muss, sonst kann man nicht gescheit arbeiten. Und der Typ, der war schon über 70, ich saß da am Anfang immer rum und gesagt, der Mann, vielleicht ist er zu alt, wahrscheinlich hat er es vergessen, wie es richtig geht, weil der hat alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann, aus meiner Sicht. Ne? Der hat zum Beispiel oft nicht die Familie eingeladen oder das relevante Bezugssystem, das war bei uns obligatorisch. Und oft hat er überhaupt nicht nach einem Problem gefragt. Da kamen Leute mit schwerwiegenden Problemen, die habe ich auch erwähnt. Der ist gar nicht drauf eingegangen, dass ich dann hinterher manchmal nach so sitze und sage, Milton, also ich weiß jetzt auch nicht recht, aber der hat doch das und das Problem gehabt. So, und dann sagt er, ja klar, haben wir doch die ganze Zeit drüber geredet. Also ich habe alles auf Tonband aufgenommen, das hätte ich mitgekriegt, habe ich gesagt. Kein Wort über das Problem. Dann sagt er, ja klar, nicht so ganz direkt. Dann sagt er, wie nicht so direkt? Dann sagt er, naja, was hättest du gemacht?
vielfach, oh, da gibt es dann Situationen, die ich noch im Nachhinein als schmerzlich erlebe. Ne? Zum Beispiel bei einem Fall, zum Beispiel, da ging es um irgendwelche Probleme eines jungen Mannes. Er hat gesagt, na, was hättest du dann jetzt gemacht? Und der hat sich überhaupt nicht mit dem Problem beschäftigt, sondern nur mit irgendwelchen schönen Erfahrungen von dem Typ, die er irgendwie, die hat überhaupt nichts mit seinem Problem zu tun. So irgendwie, die er da gemacht hat. Und die hat er dann mit dem immer weiter besprochen und nicht ein Wort über das Problem. Und er hat gesagt, was hättest du gemacht? Er hat gesagt, ja, was hätte ich gemacht? Das war ja anständiger, ehrlicher, systemischer Vorgang. So, als wackerer Systemiker habe ich gesagt, na, ich hätte ihn gefragt, was ist denn die Funktion seiner Probleme in seinem Beziehungssystem, in seiner Familie? Diesen Blick werde ich wahrscheinlich nicht vergessen in meinem Leben. Das war so ein Blick vom Eriksen dann. Eine Mischung zwischen, na, man könnte sagen, Mitgefühl ein bisschen, viel Mitleid, so, ein bisschen Entsetzen. Hat das? Hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gefragt. Dann gesagt, ja, was hättest du gemacht? Sag, na, was braucht er für die Lösung? Aha, er muss verstehen, mit was sein Problem zusammenhängt. Er sagte, nee, das muss er überhaupt nicht. Es schadet auch nichts, wer das unbedingt haben will, aber das ist es nicht, was hilft. Er sagt, da war ich völlig verwirrt. Ja, was hilft denn dann? Er muss wissen, was für Lösungsressourcen aktiviert werden müssen, sodass es der Lösung dient. Und allmählich habe ich das dann begriffen. Und da gehe ich jetzt mal ein bisschen zu dem Aspekt, der dann zentral wird, um zu verstehen, warum ich diesen Titel gewählt habe. Ist das so erträglich, wie ich gerade rede? Ist das Bedeutung und Wirkung einer Botschaft bestimmt halt der Empfänger? Deswegen muss ich da immer nachfragen. Dann mache ich so weiter. Okay. Naja, wenn man jetzt die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung nimmt, insbesondere die, die ich vorhin schon erwähnt habe, Maturana, Varela und so, das sogenannte Autopoiese-Konzepte. Das heißt, die Annahme und die belegbare Annahme durch viele auch bildgebende Verfahren und so weiter, das Erleben immer von innen heraus autonom. Autopoiese heißt Selbsterzeugung. Selbst erzeugt gemacht wird als ein entscheidender Punkt. Und dann noch gefragt wird, wie wird denn das gemacht? Dann kommt man zu dem Verständnis. Ne? In der Autopoiese-Forschung ist heute ganz klar, nehmen wir nur das Beispiel des menschlichen Sehens. Das kann man aber für jeden Sinneskanal nehmen. Wir denken ja, wenn ich euch angucke oder ihr mich so, man sieht, wie es ist, man so ein fotografisches Abbild. Das ist natürlich ein Missverständnis. Weil das hat uns Maturana schon sehr früh gezeigt, dass wenn wir 100% aller Nerven nehmen, die das Sehen machen, haben die überhaupt nur 17% eine Verbindung zur Außenwelt von den 100% der Nerven, die das Sehen machen. Und diese 17%, das sind halt die Verbindungen von der Netzhaut nach hinten in die verschiedenen Sehzentren. 83%, wahrscheinlich sogar eher mehr, dieser Nerven, die das Sehen machen, 83% davon, die sehen überhaupt gar nichts. Die haben gar keine Verbindung zur Außenwelt. Das sind nur Rückkopplungsschleifen im Gehirn. Und die 17%, die nach hinten gehen, von der Netzhaut ausgehen, die machen auch keine Bilder. Das sind digitale Stromimpulse. Das Bild entsteht also selbst erzeugt in uns. So, und das ist abhängig von Stimmung. Ich mache ein Beispiel. Vor einiger Zeit, das fand ich wieder richtig spaßig, bei uns in der Systelius-Klinik, habe da so eine Klinik mal gegründet, da arbeiten wir dann so mit so 80 Leuten im Schnitt, so 70, 80 Leute und haben wir relativ viele Leute auch, die ja kommen aus dem Berufsfeld und mit Burnout und so. Und da war so ein Manager, hochrangiger Manager, der kam, als er war er völlig platt und energielos und es ging ihm sehr schlecht. Nach einigen Wochen, ich habe immer so mit ihm gearbeitet, da war er wieder richtig in der Kraft, so vielleicht nach 4 Wochen und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis so. Da kam er mal morgens zu mir und gesagt, Herr Schmidt, ich muss Sie mal ganz intensiv konfrontieren. Ich sage, um Gottes Wille, was habe ich gemacht? Irgendwas sagt er, geben Sie es zu. Ich sage, was soll ich hinzugeben? Sie haben die gesamte Wiese und alle Blumen neu streichen lassen. Jetzt muss man wissen, da sind ungefähr vielleicht 20.000 Quadratmeter Wiese um die Klinik und viele Blumen. Also hören Sie, das wäre ökonomisch ein bisschen aufwendig und noch dazu vielleicht nachts, weil untertags hat ja keiner streichen sind. Wie kommen Sie auf die Idee? War mir aber schon klar, weil das habe ich schon öfter gehabt. Warum? Was sagt er? Naja, die Blumen leuchten in viel kräftigeren Farben und die Wiese hat auch kräftigere Farben. Das liegt aber nicht an der Wiese. Die ist immer wacker und brav in der gleichen Weise, hat die vor sich hingescheint oder was weiß ich. Aber die Erlebniswahrnehmung, also das Erleben dieser Farben wird deutlich anders je nach Stimmung. Das wird nicht bewusst geregelt. Das ist ein völlig unbewusster, unwillkürlicher Reaktionsakt. Aber das haben wir mit in Rechnung zu stellen. Das heißt, niemand von uns sieht, wie es echt wirklich ist. Wir erzeugen die Bilder. Salopp gesehen könnte ich dann immer sagen, so wie Sie aussehen oder ihr aussieht, für mich ist bestimmt ausschließlich ich.
Da kann man sich jetzt schminke, rasiere, kämme, wie man will. Ich bestimme, wie ihr ausseht. Für mich aber nur allein. Umgekehrt ist das natürlich dann auch gerechtigerweise so. Ihr könnt auch bestimmen, wie ich aussehe, ne? So ungefähr. So ist es aber mit jedem Sinneskanal, mit jeder Wahrnehmung. Dann haben wir aber eine ganz andere Aufgabe. Dann ist nämlich nicht die Frage, wie ist es wirklich und auch nicht, wie ist das System organisiert, sondern wer ist denn relevanter Beobachter von welchem System auch immer und wie wird denn das organisiert? Und nicht immer das reicht aus. Weil dann kommt noch ein nächster Punkt, deswegen beim Eriksen wurde dann nicht so viel nach einem Problem gefragt, obwohl der sich praktisch immer mit Problemen rumschlagen musste in seiner Arbeit. Weil aus den Erkenntnissen, das hat der Eriksen aber vielleicht 50 Jahre, bevor die Neurobiologie darauf kam, schon längst praktiziert. Da war der seiner Zeit immer voraus. Erleben, jedes Erleben, wird immer in der Gegenwart autonom von innen heraus neu erzeugt. Das steht überhaupt nie fest. Erleben wird immer erzeugt durch Aufmerksamkeitsfokussierung, durch die Art der Ausrichtung der Aufmerksamkeit. Je nachdem, wie ich gucke, was ich angucke, was ich ausblende, entsteht sofort ein anderes Erleben. Ich sehe nicht, wie es ist. Die Art, wie ich die Welt betrachten will, erzeugt mein Erleben. Das ist ein zirkulärer Prozess auch. Wenn das der Fall ist, dann kriegen wir eine völlig andere Aufgabe. Weil dann zeigt sich zum Beispiel, dass die Betrachtung der Vergangenheit, wie ist das System bisher organisiert, eine interessante Frage ist. Sie muss jetzt aber auf eine entscheidende Zusatzfrage hingeprüft werden. Welche Auswirkungen im Erleben in der Gegenwart für alle, die das machen, hat es in seiner Wirkung, wenn ich diese Betrachtungsweise mache? Weil ich betrachte eben nicht und ich sehe nicht, wie es ist. Niemals kann irgendjemand sehen, wie es echt, echt wirklich ist. Ist auch schade, finden Sie nicht? Ich finde es nicht in Ordnung, irgendwie. Also, man kann nur sehen, was man halt erzeugt. Ich finde es blöd. Aber was will man machen? Das ist unsere Restriktion. Dann stellt sich die Frage halt anders, wenn ich jetzt so blicke oder so, wenn ich dabei so sitze oder so, wenn ich dabei so atme oder so, wenn ich so gucke oder so, wenn ich so gucke, wenn ich die Art von Worte wähle, wenn ich die schneller oder langsamer spreche, dabei so und so atme mit der Körperhaltung, welches Erleben erzeuge ich damit? Und wäre dies ein hilfreiches Erleben aus meiner Sicht oder eben nicht? Erleben steht nie fest. Wir erzeugen uns den ganzen Tag durch die Gegend. Wir sind also auch nicht feststehende Wesen. Ich sage zwar gern zu Hause, öfter ist meine letzte Notrettung, wenn ich wieder, also ich zum Beispiel werde zu Hause pausenlos diffamiert. Sieh, man hat es nicht einfach. Zum Beispiel behaupte bei mir, meinen mir nahestehenden lieben Menschen in meinem Umfeld, ich würde nicht richtig gut aufräumen. Echt? Das behauptet die. Und ich räume auf, da bleibt kein Auge trocken. Gnadenlos. Und hinterher behauptet die, da liegen noch Sachen rum, die hätte ich nicht aufgeräumt. Die haben die wahrscheinlich heimtückischerweise hinterher wieder hingelegt, um mich zu diffamieren. Man hat es nicht einfach, gell? So ungefähr. Aber ich sehe natürlich, wie es echt, echt wirklich ist. Das behauptet die aber auch. Das ist schwierig im Leben. Ne? Also niemand sieht, wie es echt, echt wirklich ist. Es wird also immer die Begegnung von erzeugten Realitätskonstruktionen das Thema sein. Und dann ist halt die Frage eine ganz andere. Nicht, wie ist es, sondern welche Art der Wirklichkeitserzeugung wäre die zieldienliche, gewünschte, die wir anstreben. Und das hat eine ganz andere Aufgabe zufolge. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, wie war es bisher, sondern die Frage ist eher, wenn ich frage, wie war es bisher, welches Erleben in der Gegenwart erzeuge ich damit? Und wäre das ein gewünschtes? Weil ich, mich gibt es überhaupt nicht als feststehendes Wesen. Ich behaupte sie auch nicht, gell? Aber lass es mal besser bei mir jetzt so. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, was habe ich da gestern wieder gemacht? Wie war das eigentlich? Allein schon diese Fragerichtung verändert mich im Vergleich zum Beispiel, was hätte ich denn gern jetzt gemacht als nächstes? So. Sofort bin ich jemand anderer, ich sehe noch ähnlich aus, das räume ich ja ein, so ein bisschen. Aber das hat Auswirkungen bis in die Epigenetik, also in die Genaktivierung.
Das ist heute alles gut beforscht. Das kann ich in der kurzen Zeit jetzt nicht alles erläutern. Aber je nachdem, wie ich auf die Welt blicke, wie ich auf mich blicke, auf andere Leute blicke, auf meine bisherigen Situationen, auf meine erwartenden Zukünfte, aktiviert es sofort andere hormonelle Prozesse in mir, anderen Blutdruck, andere Körperreaktionen, Muskelspannung, Atmung, andere Gedanken, andere Erinnerungen, andere Zukunftsvorstellungen, andere Gefühle, bis in die Genaktivität. Das Immunsystem wird selbstverständlich auch mit beeinflusst dadurch. Also mich gibt es überhaupt nicht als feststehendes Wesen. Ich müsste also eher nicht fragen, wer bin ich? Das ist ja eine beliebte Frage. Die kommt immer wieder. Das ist wieder spannend. Ich habe gerade wieder so irgendwie Werbung, so E-Mails gekriegt. Wieder irgendwelche Leute, die dann halt irgendwelche, zum Teil sehr gut vermarktet, mit hohen Preisen, irgendwelche Vortragsreihen mache, wo man sich dann einlinken kann für einen Haufen Geld. Da habe ich einen Trailer gesehen, sagt der sehr populär Bestsellerautor als erstes: Die entscheidende Frage ist, wer bin ich? Also, aha, interessante Frage. So, was impliziert diese Frage? Es gäbe mich als feststehendes Wesen und ich könnte rausfinden, wer ich bin. Es wäre ja schön, gell? Also, aber wenn ich mich das frage, wer fragt es da was und wen? Wer bin ich? Bin ich jetzt der fragt oder der gesucht wird? Oder so. Es ist ein bisschen verwirrend. Ne? So. Mir fällt da sofort so ein Cartoon ein, den habe ich in meiner großen Cartoonsammlung. In dem Fall liegt einer beim Analytiker und sagt dann mit etwas ergrimmtem Gesicht: Hören Sie mal, Sie haben mich monatelang immer gesagt, ich soll mal nach innen schauen und gucke, dass ich mein wahres Selbst finde. Und jetzt habe ich reingeguckt und habe es gefunden. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Ich soll mich um meinen eigenen Scheiß kümmern. Also, es ist nicht so einfach heutzutage mehr. Und gleichzeitig haben wir die tiefe Sehnsucht, und das muss man einfach auch mal würdigen, die tiefe Sehnsucht, wie ist es jetzt echt wirklich? Das Sehnsucht nach Halt, Sicherheit, Orientierung, nach Geborgenheit natürlich auch und eben nach Orientierung im Sinne, was ist jetzt wirklich echt richtig? Und wir suchen es außen. Und es ist so verständlich. Es ist halt tragischerweise auf diese Art offensichtlich nicht lösbar. So, da komme ich jetzt zu dem entscheidenden Punkt der ganzen Eriksonschen Arbeit, der heute aber durch die Hirnforschung sehr gut belegt ist. Je nachdem, wie ich meine Aufmerksamkeit gestalte, werde ich in der Sekunde, wo ich das mache, zu jemand anderem im Vergleich dazu, wenn ich sie anders gestalten würde. Wenn das aber der Fall ist, dann stellt sich die Frage ganz anders. Wie muss ich meine Aufmerksamkeit ausgestalten, um zieldienliches Erleben beim Individuum oder in einem Team oder in einer Organisation in Gang setzen zu können? Oder ich kann es ja nicht für andere, aber zum Beispiel zumindest hilfreich zu wirken, um das in Gang, dass das in Gang gesetzt wird. Und wenn ich es für mich allein mache, natürlich erstmal für mich, da kann ich es selber machen, so in der Art. Das setzt noch eine weitere Basisannahme voraus, auf die ich auch noch kommen will, weil das ist alles sehr systematisch, logisch aufeinander aufgebaut. Da gibt es keine Zufälle in diesen Konzepten. Wenn ich hypnosystemisch arbeite, dann ist der Anspruch an mich, dass ich kein einziges Wort während der gesamten Beratung sage, was ich einfach nur so sage. Jedes einzelne Wort hat ausgewählt zu werden. Nach dem übergeordneten Kriterium erhöht es die Wahrscheinlichkeit für zieldienliche Aufmerksamkeitsfokussierung. Da wird nicht einfach geredet. Das kann man daheim machen, da wäre es vielleicht aber auch ganz gut, dass man es so machen würde. Oder im Kaffee oder sowas. Professionell wird immer zielfokussierend geredet, ressourcenaktivierend, kompetenzaktivierend. Und dann sollte man sich klar machen, jedes Wort ist eine Maßnahme der Aufmerksamkeitsfokussierung. Da komme ich gleich nochmal zur Erläuterung drauf. Aber da ist noch eine Basisprämisse wichtig, nämlich, ja gut, wenn ich jetzt so fokussiere oder so, was soll denn das für einen Unterschied machen? Das wird ja voraussetzen, ich habe unterschiedliche Erlebnismöglichkeiten in mir. Frohe Botschaft, Hammer, so in der Art. Ob es ein Perst oder nicht übrigens auch. Ne? Hat der Milton Erickson aber schon seit Ende der 1920er Jahre konsequent so beachtet, ist durch die autobiografische Gedächtnisforschung aber erst 40, 50 Jahre später nochmal so richtig systematisch belegt worden. Weil da kann man heute, ich beziehe mich jetzt gar nicht auf Erickson, sondern auf die autobiografische Gedächtnisforschung, können Sie nachlesen bei Markovic, Welser und anderen Leute oder sowas, kann man heute davon ausgehen. Das autobiografische Gedächtnis ist ja nur eine Form des Gedächtnisses in der Forschung, die da so üblicherweise bearbeitet wird. Damit ist gemeint, alles, was wir halt erlebt haben, und da zeigt sich, wird manchmal auch mit dem Stichwort Episodengedächtnis beschrieben,
jede Episode, die wir erlebt haben, wenn sie nur ein bisschen emotional geladen war, egal mit welcher Emotion, dann wird die als Erlebnismöglichkeit in unserem unbewussten Repertoire gespeichert. Jetzt, wenn man überlegt, wie viele tausende Episoden wir drauf haben im Laufe unseres Lebens, übrigens selbstverständlich nicht nur in der Kindheit, sondern auch in der Jugend und bis jetzt, dann haben wir unglaublich viele Erlebnismöglichkeiten als Variationsbreite in uns. Und die sind quasi alle als schlummernde Kompetenz abrufbar, ständig, sofort aufrufbar. Und dann stellt sich halt die Frage, welche unserer Netzwerke, das kann man sich immer als Netzwerk vorstellen, habe ich extra Modelle dafür entwickelt, um das zu beschreiben, welche der Netzwerke will ich denn aktivieren oder anrufen, könnte man auch sagen. So, ne? Wenn ich jetzt ein Problem erlebe oder unter was leide, ein Symptom oder sowas, dann heißt das nicht, dass ich so bin. Grundsätzlich nicht. Sondern es heißt nur, dass ich im Moment eine intensive Einfokussierung mache, mich sozusagen identifiziere, in der Fachsprache sagen wir dann assoziiere, mit einer meiner tausenden von Erlebnismöglichkeiten. Das ist, wenn ich ein Kino gehe und meine, das ist die Welt. Aber daneben, bei so Cineplex oder Cinemax-Dinger, das sind ja 10 Kinos, die laufen parallel, die laufen auch, die haben andere Wirklichkeiten. Die sind alle in mir da, aber ich gucke halt immer nur einen Film an. Das ist, wenn ich in die Rocky Horror Picture Show gehe und das 70 Mal. Zum Schluss denke ich, so sieht die Welt aus. Ne? Aber ich habe tausende andere Erlebnismöglichkeiten in mir und die können jederzeit, und zwar wann? In der Gegenwart, immer nur in der Gegenwart, können die aufgerufen werden. Unser Gehirn lebt nur in der Gegenwart. In unserem Gehirn gibt es eigentlich streng genommen gar keine Vergangenheit und keine Zukunft. Wenn eine sogenannte Vergangenheit relevant wird, und das gilt für schwerste Traumatisierungen genauso wie für harmlose Prozesse, wenn eine Vergangenheit relevant wird oder eine Zukunft, dann nur, wenn sie zu einem relevanten Film in der Gegenwart wird. Sonst nicht. Also nehmen wir an, Sie würden mich treffen, sagen wir mal, und mir ging es gerade so richtig mies und ich wäre so scheiße drauf. Und dann werden Sie Anteil nehmen, fragen, Mensch, wie geht's denn? So, oh, mir geht's so schlecht, ich fühle mich so entwertet, aber Mensch, hast du eine Idee, von was es kommt? Ja, mein Vater war schon immer so entwertend zu mir und das ist, ach, das hat halt mit meiner Beziehung mit meinem Vater zu tun, der hat mich immer so entwertet. Werden Sie vielleicht empathisch, Mensch, hast du auch nicht einfach gehabt und so weiter. Boah, man muss mal halt die Beziehung zu deinem Vater vielleicht bearbeiten. Kann man auch 4 Jahre locker gehen irgendwo hin, so, und dann die Beziehung zum Vater bearbeite. Ist auch nicht schlecht, wenn man einen Vater hat, kann man ja nutzen dafür, ne, so ungefähr. Nur, jetzt nehmen wir an, Sie treffen mich 4 Wochen drauf, in der Zwischenzeit habe ich mich verliebt und bin völlig abgefahren auf die Frau, auf die ich da, die in dich mir verliebt habe. Und mir geht's gerade, ich schwebe, habe Schmetterlingsdinger da im Bauch und so weiter. Und jetzt kommen Sie wieder empathisch und sagen, Mensch, wie geht's da? So, ah, mir geht's da. So, ja, hast du denn die Beziehung zu deinem Vater? Und so wieder. So, so, oh, Vater hin, Vater her, ist doch scheißegal. Jetzt ist hier, spielt die Musik. Also die Vergangenheit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Finden Sie, ne? So in der Form. Das heißt, es wird immer, das wissen wir heute wieder aus der Hirnforschung, ich könnte das jetzt in Forschungsergebnisse nochmal zitieren, aber da gibt es viele Belege dafür, dass unser Erleben grundsätzlich nur in der Gegenwart aufgebaut wird. Und das heißt aber, umso mehr ist es wichtig, wohin fokussieren wir die Aufmerksamkeit? Sie können es gleich mal ein bisschen testen, wie Sie gleich Ihr Erleben verändern können. Machen wir mal ein paar Tests, finde ich so. Also gerade so spontan nichts Besonderes. So, und einfach nur, ich schwätze ein bisschen in der Gegend rum und dann gucke ich hier, ob das irgendwas bei Ihnen bewegt. Machen wir erstmal so Kalibrierung, wie geht es Ihnen gerade jetzt? Gucken Sie mal in sich rein, spüren Sie mal in sich rein, wie es Ihnen jetzt gerade geht. Ne? Okay, also, wie meine, es geht, das wäre jetzt so das Eichmaß. Ne? So, okay. Jetzt, mache ich Ihnen einen Vorschlag, wir haben gerade Ihr Erleben vielleicht gecheckt, so, und ich behaupte, Sie können Ihr Erleben in Sekunden sofort verändern, durch die Art, wie Sie Ihre Aufmerksamkeit fokussieren. Sie sind also nicht so oder so. Erstes kleines Beispiel, vollkommen blödsinnig, nehmen Sie an, ich hätte einen Korb von Zitrone dabei. Saftige, frische Zitrone, voller Saft. Und die schneide ich jetzt in halbe Stücke und jedem von Ihnen oder Ihnen gebe ich eine halbe Zitrone und bitte Sie, beiße es jetzt mal so richtig intensiv in diese Zitrone rein, dass der ganze Zitronensaft, der Zitronensaft, erinnern Sie, was ich meine, Zitronensaft, so richtig in Ihren Mund hineinspritzt, so irgendwie. Das können Sie sich vorstellen, spritzt. Wie reagiert der Körper?
so ein bisschen, hä? Ich habe bloß ein paar Schallwellen gemacht, gell? Ich habe bloß rumgeschwitzt. Aber Ihr Körper reagiert nicht durch mich. Das haben Sie selbst organisiert gemacht, indem das Bild in der Gegenwart die Erfahrung, die Sie schon irgendwann mit Zitronen gemacht haben, bumm, aufruft. Machen wir ein anderes kleines Beispiel noch, da können Sie vielleicht noch mal testen. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. So, ganz schnell, nicht schlimm. Als ich in der Grundschule war zum Beispiel, da war ich, saß ich mit einem Freund neben mir in einer Bank so, und wir haben uns sehr gut verstanden, was aber dazu geführt hat, dass wir oft, wie der Lehrer sagte, geschwätzt haben. Und zur Strafe mussten wir immer die Tafel auswischen. So eine große Schiefertafel. Und das haben wir beide gehasst wie. Und mein Freund, während ich dann so ausgewischt habe, dem hat es noch mehr geärgert als mich, der hatte so lange Fingernägel. Ich habe doch bloß von meinem Freund erzählt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe noch nichts weiter gesagt als, mein Freund hat Fingernägel. Lange. Aber was hat jetzt bei Ihnen stattgefunden? Sie haben wahrscheinlich, und Sie sehen, ich muss es nicht mal direkt ansprechen, Sie haben wahrscheinlich irgendeine Erfahrung aus Ihrem Leben, weil wenn Sie jetzt sozusagen aufgewachsen wären in einer Kultur, in der es gar keine Schiefertafel gibt, und Sie hätten noch nie sowas gehört, dann hätten Sie nicht reagiert. Sie haben jetzt in der Gegenwart sofort Ihr Erleben verändert, und zwar wirksam, indem Sie durch meine Einladung, mein Geschwätz könnte man sagen, ein Bild aufgerufen habe, was aber, das nennt man in der Hirnforschung, Hebbsches Gesetz, Zellen, die miteinander vernetzt, die miteinander feuern, vernetzen sich, Cells that fire together, wire together, und wenn sie mal vernetzt sind, dann feuern sie auch wieder miteinander. Da brauchen sie nur noch ein kleines Bild mit Schiefertafel, mit langen Fingernägeln, ich habe noch nicht mal gesagt, dass der so runter, so, und schon macht es bei ihnen, so ungefähr. So schnell geht das, so schnell geht das, ne? So, jetzt mache ich Ihnen noch ein kleines Beispiel, damit Sie verstehen, wie ich zu dieser Idee da komme in dem Titel. Nehmen an, jemand kommt zu mir und sagt, er hat ein schweres Problem. Sie wären jetzt zum Beispiel diese Person. Sie müssen nicht mit mir drüber reden, gell? Bloß für sich innerlich so irgendwie. Und nehmen Sie, Sie können ruhig von sich aus, da können Sie es besser testen, falls es je noch jemand gibt hier, der echte Probleme bei sich manchmal erlebt. Sie müssen aber nicht drüber reden, gell? Keine Sorge. So irgendwie, also so ein wirklich, echt wirkliches Problem. Also wo man etwas echt als belastendes Problem erlebt, noch immer. Und gedacht hat schon öfter, oh Gott, wenn es doch weg wäre und man kriegt es nicht weg und fühlt sich wie ein Opfer. Ich kann es jetzt nicht ändern. So eins nehmen Sie am besten. Aber nur für sich persönlich, gell? Und ich mache Ihnen jetzt ein kleines Beispiel, wie Erleben erzeugt wird durch Aufmerksamkeitsfokussierung. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Sie treffen gerade, und Sie berichten mir immer, weil normalerweise denkt man ja, das Problem macht das Problem erleben. Das Problem macht das Problem erleben. Ich habe das Problem, deswegen geht es mir so schlecht. Ich habe dieses Problem. Das ist eine anständige, echte, wackere Schilderung. Sie stimmt halt nicht, aber sie ist wacker, so ungefähr. Aber das sollten Sie sehr kritisch prüfen, ob das nicht stimmt. Also jetzt bitte ich Sie, dieses Problem sich vorzustellen, als ob Sie es gerade voll erwischt hätte. Und ich treffe Sie gerade. Und immer das genau gleiche Problem lasse ich Ihnen, bitte ich Sie dann dreimal zu schildern. Das genau gleiche Problem in der genau gleichen Art der Schilderung. Bloß mit drei lächerlich kleinen Unterschieden, die ich Ihnen anbiete dann. Erste Version, ich treffe Sie und es ging Ihnen gerade richtig mies. Sie hätte das Problem gerade so voll und Sie würden darunter leiden. Es hätte Sie voll am Wickel, voll erwischt. Ne? Und ich würde Sie treffen und würde fragen, na, wie geht's denn so? Und Sie würden sagen, oh, hättest du mich nicht gefragt oder sowas, mir geht's gerade so schlecht, ich habe dieses Problem. Und dann schildern Sie es mir bitte in genau den für Sie stimmigen Worten, das geht dann nicht mehr und das ist so schlimm und das ist so schlecht und oh Gott, ich sag das und hier. Und Sie schildern es genauso, wie Sie das Problem erleben. Und da habe ich dieses Problem und dann ist das so arg. Und dann, wenn ich das Problem jetzt so habe, ist das so schlimm und das geht nicht mehr. Ich habe das Problem. Damit einhergehend geht ja ein bestimmtes Erleben, was damit vernetzt ist. Mit dieser Art der Schilderung ist ein Erleben vernetzt. Ich habe dieses Problem. Ne? Gut. Dieses Erleben, was vernetzt ist mit der Schilderung, ich habe dieses Problem, das merken Sie sich bitte. Das Erleben, was damit vernetzt ist. Jetzt kommt nämlich die zweite Version. Ich treffe Sie 3 oder 4 Wochen später wieder
und sagt, na, wie geht's denn so? Und sie fragt mich, wieso fragst du mich so? Ich sage, ah, Mensch, du hast mir doch da vor 3-4 Wochen erzählt, du hast da dieses Problem, mitfühlend, wie ich halt gerade bin, wollte ich mal nachfragen, hast du das Problem immer noch? Jetzt schildern sie mir genau das gleiche Problem wieder, allerdings in der Vergangenheitsform. Und dann zum Beispiel sagen, ach Gott, jetzt wo du mich erinnerst, ja, da hatte ich dieses Problem. Und dann ging es mir so schlecht. Und dann war das so arg. Und ich sag dir, als es da so schlimm war, da ging das und das überhaupt nicht mehr. Und dafür war das so schlimm, als ich das Problem hatte. Ja, das war echt problematisch, als ich das Problem hatte da. Damit geht wieder ein Erleben einher, wenn Sie das so schildern, ich hatte das Problem. Und dieses Erleben, merken Sie sich bitte wieder. Gleiches Problem, ist es auch das gleiche Erleben, vielleicht auch nicht. Merken Sie es bitte. Dritte Version, ich treffe Sie wieder. Und sage, na, wie geht's denn so? Und Sie sagen mir jetzt, oh du, ich muss da was sagen. Ich habe es erkannt, es ist gewiss, ich weiß es, es ist ganz sicher. Ich werde dieses Problem haben. Und dann wird es mich ereilen. Und dann wird das, und sonst schon alles genau in den gleichen Worten, genau das gleiche Problem. Und da wird es ganz arg werden und das wird ganz schlimm sein, wenn ich das Problem haben werde. So können Sie auch machen, wie viele unserer Klienten das sagen. Und ich weiß immer, haben und nie, wird es besser. Brauchen Sie aber nicht. Reicht auch so schon. Ich werde dieses Problem haben. Stellen wir das gleiche Problem, prüfen Sie wieder, welche Auswirkungen im Erleben hat es. Wenn Sie sagen, ich werde dieses Erleben haben. Okay, jetzt machen wir einen Vergleich. Ich habe, ich hatte, ich werde haben. War immer das gleiche Problem, gell? War das Erleben immer das gleiche? Was war denn das relativ angenehmste Erleben? Hatte. Naja, als ich das erfunden habe mal vor vielen Jahren, um das den Klienten immer beizubringen, wie man da arbeiten kann, da habe ich auch naiv, wie ich war, gedacht, alle Leute sagen, die Vergangenheit ist das Leichteste. Das ist aber nur die große Mehrheit. Ich habe auch schon gehört, weil Leute sind einzigartig, dass dann manche Leute gesagt haben, hey, bei der Vergangenheit, das finde ich, da kriege ich Wehmut, da fehlt mir was. Habe ich auch schon gehört. Ne? So. Was war denn das relativ Unangenehmste? Habe ich auch gedacht, alles stimmt aber nicht für alle. Die große Mehrheit sagt es. Ich habe das auch schon vor 2000 Leuten getestet in so großen Kongressauditorien. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, Zukunft, da weiß ich, wo der Gegner steht, da habe ich gleich sportliche Aktivierung und so weiter. Aber die große Mehrheit sagt auch Zukunft. Jetzt war es doch immer das gleiche Problem. Warum habe ich das so konstruiert? Um den Leuten erlebbar zu machen, es ist niemals der Inhalt eines Phänomens, der wirkt, niemals. Auch nicht, die Situation stresst mich. Mein Chef ist so abwertend in mir, da muss es mir so schlecht gehen. Weil meine Oma so und so zu mir war, meine Mutter war immer so schlimm, mein Vater erst recht, da muss es mir. Auch sogar, wenn es darum geht, ich habe diese schlimmen Traumatisierungen erlebt, deshalb muss es mir heute so gehen. Es ist verständlich und muss sehr gewürdigt werden, empathisch. Und es stimmt nicht. Es stimmt halt nicht. Weil, und deswegen habe ich das so gewählt, was Sie jetzt gesehen haben, ist gerade, und übrigens, gell, jetzt ist schon zu spät, das kriegen Sie nicht mehr los, die Kompetenz. Zu spät, hätte ich vorher warnen sollen. Sie haben damit sich selbst bewiesen. In dreifacher Form haben Sie in Blitzesschnelle Ihr Erleben verändert. Beim Umgang mit dem Problem, gell? Hätte ich vorher erwähnen sollen, habe ich extra nicht gemacht. Weil, wenn Sie eine Fähigkeit mal im Kopf haben, kriegen Sie nicht mehr raus. Hilft nur noch Totalamputation des Gehirns, würde ich nicht empfehlen. Zu schwerer Eingriff. Ne? So. Was haben wir denn gemacht? Wie kommt das zustande? Das hat überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun. Sondern mit der Beziehung, die Sie als erlebender Beobachter oder erlebende Beobachterin zum jeweils betrachteten Phänomen gemacht haben. Und das hat mit ganz anderen Aspekten zu tun, die man sich halt leichter hypnosystemisch erklären kann. Weil hypnosystemisch heißt nicht, dass die Leute da in Trance rumsitzen, sondern systematisches Know-how dafür, wie man mit unwillkürlichen Prozessen arbeiten kann, mit unwillkürlichen, und wie man die mit kognitiven Willentlichen in eine optimale Kooperation bringen kann, kontextadäquat. Also der systemische Kontext muss rein, aber vor allen Dingen die Betrachtung der Prozesse willentlicher und vor allen Dingen unwillkürlicher Art. Warum hat es so eine richtig wichtige Relevanz? Weil unser Gehirn ist eigentlich aus 3 Gehirnen aufgebaut. Und was wir tatsächlich erleben, als Individuum, genauso in Teams oder Organisationen, wird vor allen Dingen von Stamm- und Zwischenhirnprozessen gesteuert.
Stamm- und Zwischenhirnprozesse sind immer schneller und stärker, immer, ohne jede Ausnahme, als willentliche Großhirnrindenprozesse. Das ist tausendfach belegt. Die sind aber entwicklungsgeschichtlich älter. Stammhirn entspricht dem Reptiliengehirn. So, das Zwischenhirn mit dem limbischen System, in dem entscheidende Kerne sitzen, die für Erinnerung, Hippocampusbereich zum Beispiel, für Gefühlsproduktion und für Entscheidungen wichtig sind, die entstammen dem frühen Säugetiergehirn, so wie der Gaul in uns oder die Kuh in uns. Und da haben wir halt noch so eine Großhirnrinde drauf gespachtelt gekriegt im Laufe der Evolution. Die macht unser bewusstes Denken und Frontalhirn, präfrontaler Kortex und so, da kommt man sich dann so vor als, ich habe es überlegt, ich habe es entschieden. Die Hirnforschung zeigt halt, der Gerhard Roth bringt es auf die schöne Kurzform, wenn jemand glaubt, im Gehirn wäre das Großhirn der Vorstand, wäre er schief gewickelt. Der Vorstand im Gehirn sitzt im Zwischenhirn. Die Großhirnrinde mit dem bewussten Denken und dem bewussten Willen ist höchstens ein guter Berater. Man könnte auch sagen, noch ein guter Pressesprecher. Man biegt sich hinterher manchmal so eine schöne Erklärung kognitiv hin für irgendwas, was so anders gelaufen ist. Ne? Das heißt, wir brauchen ganz viel Wissen darüber, wie unwillkürliche Prozesse gestaltet werden. Und das bietet halt diese Hypnosystemik. Und das hat ganz massiv mit Fokussierung von Aufmerksamkeit zu tun. Wie und wohin wird auf welche Art die Aufmerksamkeit fokussiert? Ein Aspekt dabei ist eben die Beziehungsgestaltung zu den erlebten Phänomenen. Mir geht es nicht so. Ich bin ein erlebender Beobachter meines Erlebens. Und das kann ich jetzt gestalten. Ne? Was haben wir jetzt hier gemacht? Wenn Sie also einen Unterschied haben zwischen ich habe ein Problem, ich hatte, ich werde eins haben, dann könnte man sagen, ja, wenn ich das Problem hatte, ja, dann ist es natürlich vorbei und dann ist es gut. Das ist die inhaltliche Ebene. Das ist in Ihrem Erleben hier und jetzt, in der jeweiligen Gegenwart. Sie haben nur gesagt, in der Gegenwart, ich hatte, aber in der Gegenwart. Und das hat in der Gegenwart Ihr Erleben verändert. Das hat damit zu tun, dass das räumliche Nähe-Distanzregulierung und Lokalisierung in ihnen verändert hat. Weil was man dazu wissen muss, das weiß man halt, wissen die meisten Leute halt nicht, aber hypnosystemisch ist das ein klares Basiswissen, dass alles, was wir erleben, räumlich repräsentiert wird. Das können Sie auch bei anderen Fachen sehen. Wenn ich Sie frage, hat jemand von Ihnen am Wochenende was vor? Hat jemand von Ihnen was vor? Irgendwie. Oder morgen oder so irgendwie? Wieso sagen Sie, ich habe was vor? Das ist eine räumliche Metapher. Sie können genauso gut sagen, morgen nehme ich mir was hinter. Und donnerstags immer was links. Freitags grundsätzlich was rechts. Samstags was über und sonntags was unter. Das ist eine räumliche Metapher, das ist aber kein Zufall. Weil in unserer Kultur, das ist aber nicht in jeder Kultur der Welt so, wird unbewusst die Zukunft vor uns repräsentiert. Und die Vergangenheit typischerweise hinter uns. Übrigens meistens in unseren westlichen Kulturen die Vergangenheit tendenziell ein bisschen links hinter uns und die Zukunft ein bisschen rechts vor uns, aber nicht bei allen Leuten, das ist nur die Mehrheit. Warum? Weil wir schreiben von links nach rechts. In arabischen Kulturen ist es gerade umgekehrt. Es gibt auch ein paar Kulturen, wie zum Beispiel Maori, die traditionellen Maori in Neuseeland. Das ist eine ahnenorientierte Kultur, die platzieren die Zukunft hinter sich und die Vergangenheit vor sich, weil sie so ahnenorientiert sind. Aber bei uns fühlt sich das blöd an. Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen, nur als Beispiel, damit Sie verstehen, wie Ihr unwillkürliches Leben sofort reagiert, wie Sie es erzeugen. Stellen Sie sich vor, Sie sagen zu einer Freundin und einem Freund, du, das wollte ich dir schon länger sagen, ich habe meine Zukunft hinter mir. Sagen Sie doch mal, ich habe meine Zukunft hinter mir. Wie fühlt es sich denn an? Fühlt es sich gut an? Ne? So, man lässt es doch besser vorne, so ungefähr. Was heißt es aber, wenn Sie sagen, ich habe ein Problem, dann ist es woanders lokalisiert, in Ihrem Unbewussten, in Ihrer Raumgestaltung, Ihrem inneren Feng Shui, könnte man das nennen, als wenn Sie sagen, ich hatte es oder ich werde es haben. Und das können Sie mal probieren. Wo ist denn, nehmen Sie die relativ angenehmste Variante bei Ihnen, nehmen wir an, das wäre die Vergangenheit gewesen, wenn Sie mal so austasten würde. Wenn Sie sagen, ich habe ein Problem, dann könnte ich doch sagen, Mensch, wenn es dabei ist, gib mir es doch mal rüber, ich würde es gerne angucken. Wo würden Sie denn hinfassen? So, ach, ich habe es vergessen. Oder im Auto liegen lassen oder so. Im Zug wäre doch gut. Ne? Bundesbahn soll es entsorgen. Also, wo würden Sie hintasten, wenn Sie sagen, wenn ich hatte das Problem, gefühlt, wo wäre das eher? Vor Ihnen, hinter Ihnen, seitlich hinter Ihnen. Ne? Wo wäre es, wenn Sie sagen, ich habe es? Und wo wäre es, wenn Sie sagen, ich werde es haben? Sind Sie an drei unterschiedlichen Plätzen.
Es ist nicht der Inhalt, der wirkt in Ihrem Körper. Es ist die Beziehungsgestaltung. Dazu müssen wir noch jetzt wissen, wie groß ist die Nähe-Distanzregulation und wie groß sind die Größenverhältnisse. Wenn Sie die relativ angenehmste Variante nehmen, wie groß ist das Problem in Ihrem gefühlten Erleben in der relativ angenehmsten Variante und wie groß sind Sie im Vergleich dazu in der relativ angenehmsten Variante? Wenn Sie mal so nachspüren würden, was würden Sie sagen? Wie groß ist das Problem? Wie groß sind Sie gefühlt? Problem klein und Sie groß. Jetzt nehmen Sie die unangenehmste Variante. Wo ist das platziert? Wie nah ist es? Wie groß ist das Problem dann? Und wie groß sind Sie noch? Ist es gleich so oder hat sich's verändert? Da ist gerade umgekehrt rum, typischerweise. Ne? Das heißt, es nützt Ihnen nicht genug, wenn Sie strotzen vor Kompetenzen, um Ihr Problem zu lösen. Weil wenn Sie sich gerade so klein mit Hut fühlen, es zeigt übrigens Ihre Schrumpfungskompetenz. Kann auch nicht jeder, gell? Sie können sich jederzeit die Luft rauslassen und dafür das Problem aufpumpen, so ungefähr. Wenn Sie das machen, dann haben Sie natürlich eine völlig andere Beziehung zum Problem, als wenn Sie sich erlauben, sich irgendwie groß sein zu lassen und das Problem schrumpfen zu lassen. Es ist nicht der Inhalt, nochmal, der die Wirkung macht, sondern die Beziehung, die man dazu herstellt. Ist das bisher verstehbar? Das gilt natürlich nicht nur für dieses kleine Experiment, das gilt für jedes Thema, was wir erleben können. Für jedes. Ich kann da jetzt nur einen Ausschnitt in der Kürze der Zeit machen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne, so. Deswegen wollte ich Ihnen aber das verstehbar machen, weil was heißt es nun? Wenn ich jetzt nehme an, es kommt jemand und kommt mit einem Anliegen zu uns in der Form. Und sagt dann, oh, Sie, wir haben die und die Probleme, Team X oder so. Oder im Coaching, oh, ich habe dieses Problem und so weiter. Dann ist das in diesem Verständnis immer so, ich muss natürlich sehr achtungsvoll alle die Schilderungen empathisch begleiten, die der Mensch mir da anbietet, wenn es jetzt zum Beispiel einer ist so. Ich würde aber immer davon ausgehen, das ist niemals die Wahrheit. Seine subjektive sehr wohl. Es ist eine Realitätskonstruktion, die er autonom macht, der Mensch, und die macht er vielleicht noch nicht mal bewusst willentlich, aber er macht sie und erzeugt damit sein Erleben. Er erzeugt es. Aber welches Erleben? Weil wenn er dann über das Problem redet, typischerweise reaktiviert er damit die Netzwerke des Erlebens, die mit dem Problemerleben zusammenhängen. Er stärkt also typischerweise diese Problemerlebnisweise mit Energie, das will ja kein Mensch, aber es passiert unwillkürlich so. Dadurch wird das Problemerleben in seiner Wucht, in seiner Größe, in seinem Einfluss immer stärker. Das führt typischerweise dazu, dass das Eigenkompetenzerleben der Leute schwächer wird. Warum wird es schwächer? Weil nach dem Hebbschen Gesetz, Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich, wird natürlich nicht nur das Problem geschildert, sondern auch das damit verbundene subjektive Erleben, während man das Problem erlebt oder erleidet. Und da ist man typischerweise so klein mit Hut. Selbsthypnotisch kann man das nennen, ohne dass das natürlich jemand will. Hypnotisiert sich jemand, während er so spricht, in das Schrumpfungserleben hinein und macht damit eine Art Kontaktunterbrechung zu allen seinen hilfreichen Kompetenzen. Und dann erlebt er sich so, als ob er so sei, ausgeliefertes Opfer dieser Probleme. Wenn jetzt der Coach, da ist der Coach immer in einer Zwickmühle oder der Berater, weil einerseits ist doch klar, das muss ich empathisch, achtungsvoll begleiten, weil sonst fühlt sich die Person natürlich nicht gewürdigt und verprellt. Wenn ich aber nur dabei bleibe, schade ich der Person, das will ich doch auch nicht. Was brauche ich also? Ich brauche Möglichkeiten der Umfokussierung in hilfreiche andere Erlebniswelten, die alle schon da sind. Sie sind nur nicht mehr spürbar, sie sind nur nicht mehr womöglich im bewussten Denken überhaupt wahrnehmbar. Aber ich als Berater sollte davon ausgehen, hundertprozentig sicher gehe ich davon aus, die Grundkompetenzen für hilfreiche Entwicklungen müssen im System da sein. Schon deshalb, warum deshalb? Wann kann jemand ein Problem überhaupt erleiden? Na, wenn er eine Lösungsidee hat. Weil was heißt ein Problem erleiden? Eine Ist-Soll-Diskrepanz zu haben. So wie es ist, soll es nicht sein.
Also wenn Sie zum Beispiel, nehmen Sie zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel von mir, das ist ein echtes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, da kann ich es wieder illustrieren. Ne? Das erzähle ich öfter dann auch bei Therapeuten, weil die sind ja noch verdienlicher da in ihrem Denken oft als Coaches und so weiter. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, er hat ganz heftige Ängste, ist das ein Problem? Ja, selbstverständlich, sagen die. Müssen wir nochmal gucken. Ich habe zum Beispiel zwei Bekannte, die haben immer wieder ganz heftige Ängste. Richtige massive Angstattacke bis zu panikgehend. Dann hört es wieder auf, fängt es wieder an, hört es wieder auf. So ganz starke, heftige Angstattacke. Wenn man das so aus dem Kontext gerissen erzählt, wäre doch verständlich, wenn jeder sagt, oh Gott, die armen Leute haben Probleme, die sollten zum Therapeuten. Die haben gar keine Probleme, meine Bekannten. Die machen Bungee-Jumping. So. Und einer von beiden, bei dem kann ich es besonders schön illustrieren, als der mir das vor vielen Jahren erzählt hat, habe ich gesagt, sag mal, hast du einen an der Erbse? So ein Blödsinn würde ich doch nicht machen. Die gingen da immer in so eine Schwarzwaldtalsperre, haben sich dann so Dinger um die Beine gebunden, so Gummidinger, haben sich 80 Meter runterfallen lassen, zahlen dafür noch einen Haufen Geld. Ne? Ich sage, so blöd wäre ich doch nicht, da hätte ich ja viel zu viel Angst, da soll ich noch Geld dafür bezahlen, ich bin ja nicht blöd. Hast du denn gar keine Angst? Dann sagt er, ja doch, und wie, sage ich dir, das ist der geile Kick, dafür zahle ich gern. Das ist ein sogenannter Sensation Seeker, wie man heute so sagt. Ne? Der macht es jetzt aber nicht mehr, der andere Bekannte macht es noch. Als ich ihn mal wieder getroffen habe vor ein paar Jahren, habe ich gefragt, na, machst du noch Bungee-Jumping? Sagt er, nee, macht er nicht mehr. Bisschen naiv, wie ich war, habe ich dann so ein bisschen triumphierend gesagt, aha, hast du jetzt doch noch zu viel Angst gekriegt? Er sagt er, nee, überhaupt nicht. Die letzten drei Mal habe ich halt runtergefallen, rumgebaumelt da, das war stinklangweilig, ich habe überhaupt keine Angst mehr gehabt. Aber dafür zahle ich doch kein Geld. Ne? So, also das Phänomen selbst kann niemals ein Problem sein, sondern ob ich eine Ist-Soll-Diskrepanz daran anknüpfe. Natürlich, die Leute, die zu uns kommen mit irgendwelchen heftigen Ängsten, die haben die gleichen Angstprozesse, aber sie haben eine Ist-Soll-Unterscheidung drin. Nämlich so, wie es ist, die Angst, das ist der unwillkürliche Prozess. Der ist aber auch selbst gemacht. Soll es nicht sein. Die soll weg sein, es soll anders sein. Und dann beginnen sie dagegen anzukämpfen und verlieren. Warum? Na, weil das aus dem Unwillkürlichen kommt. Und Unwillkürliches ist immer schneller und stärker als alles Willentliche. Also braucht man da andere Strategien. Wenn ich nun weiß, Erleben wird immer in der Gegenwart erzeugt, nur in der Gegenwart, dann habe ich eine ganz andere Richtung. Dann kann ich sagen, okay, wo müssten wir denn jetzt die Aufmerksamkeit hinfokussieren, sodass das gewünschte Erleben, was womöglich dem Sollwert entspricht, dass das mehr gestärkt wird oder aufgerufen wird. Weil wer ein Problem erleidet, muss eine Lösungsvorstellung haben. Sonst könnte er gar kein Problem erleben haben. Das heißt, er hat schon imaginativ die Fähigkeiten, sich hineinzuversetzen in das, was sein gewünschtes Lösungserleben wäre, weil sonst könnte er kein Problem haben. Ist das noch verstehbar? So. Das klingt jetzt ganz einfach und leicht. Es ist auch einfach, aber leicht ist nun überhaupt nicht. Ne? Weil da haben wir jetzt eine mehrfache Aufgabe. Ist das noch für Sie nützlich so oder erträglich, wenn ich so in der Art und Weise? Weil jetzt kommt es drauf, wie kommen wir dann vor? Wenn jemand kommt und hat ein Problem, heißt es eigentlich, er will was anderes als das jetzige ist. Ne? Also es geht eigentlich immer darum, worum geht es eigentlich? Wenn jetzt jemand kommt und hat ein Problem, geht es da ums Problem? Natürlich nicht, überhaupt nicht. Das Problem ist völlig zweitrangig, völlig zweitrangig. Deswegen ist auch nicht wichtig, das Problem zu verstehen. Also ich persönlich stehe auf Verstehen, aber es ist nicht relevant für Lösung. Nicht in dieser Form, wie man es immer gedacht hat. Weil, wenn eine Lösung entsteht, dann entsteht sie wodurch? Na, dass wirksam die Aufmerksamkeit in der jeweiligen Gegenwart fokussiert wird auf das gewünschte Erleben. Nun, dieses gewünschte Erleben gibt es ja im Moment gerade nicht. Also müssen wir umfokussieren, deswegen nenne ich das Reise in die Lösungszeiten. Die erste Frage ist deswegen bei einer Beratung, ob das Einzelcoaching ist, Team- oder Organisationsentwicklung, niemals, selbst wenn die Leute sagen, ich muss Ihnen von meinem Problem erzählen, niemals ist die Frage bei mir, was ist Ihr Problem? Im Leben nicht. Das interessiert aber die meisten Leute nicht, gell? So. Ich frage grundsätzlich so, na, wenn Sie hier kommen und über Ihr sogenanntes Ihr Problem reden wollen, dann wollen Sie es doch sicher für eine gewünschte Entwicklung sagen. Wofür?
wollen Sie denn mit mir arbeiten? Wofür wollen Sie mal was erzählen? Nicht warum. Wofür? Woran würden Sie ablesen, das, was ich jetzt gerade erzähle, bringt genau das, was ich mir wünsche? Also wohin geht der Blick? In die gewünschte Zukunft. Der Sinn der ganzen Zusammenarbeit entsteht niemals aus der Vergangenheit. Niemals. Nur nicht mal aus der Gegenwart. Immer aus der angestrebten Entwicklungszukunft, für welche man dieses Mittel zum Zweck nutzen will. Dann sollte ich halt auch besser dahin gucken, dass ich den Sinn, das Kriterium verstehe, wofür wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten immer für etwas zusammen und niemals für die Vergangenheit, immer für die gewünschte Zukunft. Deswegen sollte ich auch nicht gleich anfangen mit irgendwas, bevor ich keine Ahnung habe, wofür wir zusammenarbeiten. Deswegen frage ich natürlich, woran, wenn Sie merken, das wäre ein gewünschtes Ergebnis, wofür arbeiten wir zusammen? 95% der Klienten interessiert diese Frage nicht. Die sagen dann, sehr gute Frage, mein Problem ist. Und dann geht's los. Dann könnte ich ärgerlich werden und sagen, verdammt nochmal, antworten Sie gefälligst auf meine Frage, Sie Blödmann oder so. Wäre für die Kooperation nicht so günstig. Ne? Aber streng genommen, wenn man jetzt noch erinnert sich, Autopoiese, Bedeutung und Wirkung einer Botschaft bestimmter Empfänger, habe ich doch gar nicht die Frage gestellt, was soll denn rauskommen, wofür arbeiten wir zusammen? Weil wer bestimmt, welche Frage ich gestellt habe? Kränkenderweise nicht ich. Ist auch nicht in Ordnung, gell? Ich kann ja fragen, was ich will. Wenn der Klient antwortet, sehr gute Frage, mein Problem ist, sagt er damit, übrigens, was ich erwähnen wollte, ist, ich ernenne Sie zu dem, der gefragt hat, was ist Ihr Problem? Ich habe Zeugen, dass ich das niemals fragen würde. Das interessiert niemand. Weil die wirksame Wirklichkeit ist die des Klienten. Der ist der autonome Schöpfer der Lösungsrealität. Also sollte ich dann gleich nachfragen natürlich. Das heißt, ich habe eine Mehrebenenaufgabe. Mit dem, was gerade läuft und vom Klienten angeboten wird, soll ich immer achtungsvoll wertschätzend umgehen. Gell, Mensch, es ist klar, dass Sie jetzt über das Problem reden. Hast selbstverständlich, ne? Und ist doch so verständlich, dass ich so auf meine Frage antworte. Wahrscheinlich habe ich die Frage nicht deutlich formuliert. Was ja stimmt, weil wenn sie deutlich formuliert wäre, wäre sie beantwortet worden. So, was ich eigentlich fragen wollte, aber es ist so verständlich, dass ich so antworte, ist eigentlich ein bisschen was anderes, nämlich, wenn Sie das jetzt erzählen, was Problem, was wäre nochmal das, was Sie sich wünschen, was dabei rauskommt? Weil wissen Sie, ich will Sie doch unterstützen in Ihren Anliegen. Und damit ich aber weiß, dass wir in die richtige Richtung reisen, weil ich ja wie so eine Reise, ne? Wofür wollen Sie das nochmal? Dann typischerweise sagen die Leute, ja, ich habe das und das Problem und woran werden Sie merken, das wäre jetzt endlich in gewünschter Weise, dass das Problem weg wäre. Das und das soll aufhören, das Problem sei weg. Ah, da kann ich auch nichts dagegen sagen. Nur ist es eine hilfreiche Aufmerksamkeitsfokussierung? Nein. Warum? Weil dies fokussiert genau wieder auf das, was man nicht haben will. Ne? Ich erläutere das den Leuten manchmal, sehen Sie, ich kann das so gut verstehen, aber es ist ein bisschen ein Dilemma für mich, es ist so ungefähr so metaphorisch, als ob ich ein Reisebüro wäre und Sie kämen jetzt zum Beispiel in Leonberg im Reisebüro und ich würde sagen, was kann ich für Sie tun? Sie würden sagen, ich möchte weg aus Leonberg. Ich sage, prima. Und wo wollen Sie hin? Na, weg aus Leonberg. Ich sage, schon, das habe ich schon verstanden, aber wohin? Also hören Sie mal, gehen Sie auf den Wecker, ich habe schon zweimal gesagt, weg aus Leonberg. Das ist in Ordnung, bloß, da könnte ich Ihnen jetzt alle Kataloge geben, bis ich die durchgeblättert habe, die Saison rum, brauchen wir neue Kataloge. Oder, so, oder ich gebe Ihnen die Weltkarte. Oder ich schicke Sie in eine Richtung, dabei wollen Sie eine andere. Deswegen bräuchte ich noch von Ihnen, dass man es ein bisschen konkretisieren könnte, an was am ehesten Sie merken könnte, ich bin jetzt endlich da, wo ich hin will. Dies ist keine Frage nur. Dies ist eine Maßnahme der Aufmerksamkeitsfokussierung, die nur beantwortet werden kann. Aus einer hypnosystemischen Sicht ist eine Frage niemals nur eine Frage. Eine Frage ist immer eine Einladung der Imagination, der Aufmerksamkeitsfokussierung. Und da wäre es halt schon gut, entsprechend zu fragen, dass man die günstige Fokussierung kriegt. Wie würden Sie atmen? Würden Sie sitzen? Was würden Sie tun? Was würden Sie denken? Wie würden Sie, was weiß ich, was machen? In welchem Kontext? Wenn Sie sagen, wenn jetzt ist endlich, wie ich es gern hätte. Woran würden Sie es am ehesten spüren? Was wäre so und so und so und so? Geben Sie mir, ich brauche Ihre Nachhilfe, damit ich es konkret verstehen kann. Allmählich konkretisiert sich dann das gewünschte Erleben. Das ist für viele Leute sehr schwierig, weil die wissen ganz genau, was alles sie nicht haben wollen,
aber es ist so diffus vage, was sie lieber an dessen Stellen hätte. Das ist aber nicht dumm, auch nicht inkompetent oder krank. Das ist einfach nur ein Ergebnis der Fokussierung. Weil wenn jemand sich länger mit einem Problem beschäftigt, dann ist er einseitig fokussiert darauf. Es ist immer, wenn er einen Film anguckt. Das hat zur Folge, dass unsere Erinnerung und unsere Vorstellungskraft gebahnt wird. Nennt sich heute Priming in der Forschung. In der Gedächtnisforschung nennt sich das dann State-Dependent Memory, zustandsabhängige Erinnerung. Man erinnert sich keineswegs immer ans Gleiche, sondern je nach Zustand an unterschiedliches. Und genauso State-Dependent Future Orientation. Ne? Also je nachdem, wie ich gerade drauf bin, habe ich andere Zugangsmöglichkeiten zu unterschiedlichen Erlebnisbildern. Deswegen sollte man die Leute immer darin unterstützen, Mensch, ist halt nicht so einfach, machen wir kleine Schritte und mit einladenden Sondierungshilfe. Wäre es eher so oder so oder so, allmählich kriegt man den Blick über den Zaun. Und wenn man dann guckt, ja, wenn nehmen wir an, Sie wären jetzt da und da und da und da, wie würden Sie sich fühlen und so weiter, dann interessanterweise zeigt sich, ob das jemand bewusst im ersten Moment mitkriegt oder nicht. Wir reden da nicht nur über die Zukunft. Natürlich reden wir einerseits über die Zukunft, aber wann reden wir über die Zukunft? Na, in der Gegenwart. Und wann kann ich diese Fragen beantworten? Nur, wenn ich diese Zukunftsfragen in der Gegenwart mit Imaginationen des Erlebens der Zukunft mache. Und wann erzeugt das ein Erleben? Na, in der Gegenwart. Also geht es nicht mehr darum, wie ist das System organisiert? Damit das System hilfreich organisiert werden kann, ob Gegenwart oder Zukunft oder Vergangenheit, oder ob Einzel- oder Teamsystem, immer, was wäre und woran werden Sie ablesen, jetzt ist es gerade so individuell oder im Team, dass ich sage, ja genau, am besten nur zu 80%, dass wir keinen Perfektionismus haben. Woran werden Sie es noch erleben und woran noch und woran noch und woran noch und wer würde was noch machen und was wäre noch mehr da und was anstelle dessen würden Sie noch machen und was würden Sie vielleicht weniger machen, dafür das umso mehr machen, sodass ich sagen könnte, dass ich das noch erleben durfte oder so ähnlich. Also der erste Punkt ist die Reise in die gewünschte Zukunft, aber als Gegenwartsmaßnahme. Und von dort aus ist dann die entscheidende Richtung, da gibt es zwei Richtungen, die wir beachten können, sofort in die Vergangenheit. Aber nicht in die Problemvergangenheit, wenn es irgendwie geht. Manchmal sind die Leute aber so darauf aus, dass sie unbedingt die Problemvergangenheit als erstes betrachten wollen, dann müssen wir das achtungsvoll beachten. Aber wenn ich es machen kann, ich lade die Leute immer ein, bevor wir in die Problemvergangenheit gehen, gucken wir doch erstmal, gibt es nicht Episoden in ihrem Erleben in der Vergangenheit, die diesem angestrebten Erleben in der Zukunft ähnlich oder gleich sind. Und natürlich gibt es die. Sonst kann ich es überhaupt nicht wissen, was ich will. Das ist ja das, was ich meinte. Wer ein Problem erlebt, muss eine Lösungsimagination ermöglichen, sonst kann er gar keine Ist-Soll-Diskrepanz haben. Das heißt, das Wissen über das gewünschte Lösungserleben muss als Erlebnisnetzwerk schon in ihm gespeichert sein. Sonst kann er kein Problem erleben. Dass es jemand Probleme hat, ist sozusagen unser Lösungseldorado. Ja gut, das freut die Klienten nicht gleich, die findet es natürlich nicht so, aber wir sollten es klar haben. Und dann kann ich sagen, aha, das und das und das und das, das wäre sozusagen ihr gewünschtes Erleben in der Zukunft. Während ich das mache, kann ich schon sehen, da ändert sich die Atmung, da ändert sich die Körperkoordination, die Hautfarbe, die Gefühlslage, die Stimmung. Das muss ich nicht kommentieren, kann ich aber. So, und wenn ich dann noch frage, das, was ich jetzt da so anstrebe, gibt es denn in Ihrer Vergangenheit Episoden, die dem ähneln oder gleich sind? Dann ist es interessant, dass viele Leute zunächst die nicht erinnern. Sagen, nein, gibt's nicht. Wenn jemand schon lang gelitten hat unter was, können Sie sich darauf verlassen, dass er erstmal sagt, brauchen Sie gar nicht fragen, gibt's nicht. Oder, ja, das ist schon so lang her, das ist vorbei. Das habe ich natürlich zu würdigen, aber glauben tue ich es nie im Leben, ist ja klar. Weil im Gehirn gibt es nur Gegenwart. Was wir Vergangenheit nennen, ist immer nur relevant als Bild in der Gegenwart. Und ob das 20 Jahre zurückliegt oder 30, nehmen Sie zum Beispiel Marcel Proust, ein wunderbares Beispiel. À la recherche du temps perdu. Wie ist der da drauf gekommen? Da hat er in eine Madeleine reingebissen.
in der Gegenwart 1902 oder wann, so, da war er schon erwachsen und so. Und während er in diese Madeleine reinbeißt und so ein Gebäck halt und ein bisschen Tee dazu nimmt, wupp, hypnotherapeutisch oder hypnosystemisch nennt man das eine Altersregression, ist er zurückgefahren mit dem Zeitzug oder mit dem Zeitaufzug in das Alter, wo er als Kind genau diese Madeleine-Angebote gekriegt hat und war voll in seiner Kindheit. Aber die Kindheit war schon 20 Jahre rum oder 25 Jahre rum. Na und? Das ist unserem Gehirn völlig egal. Im Gehirn gibt es nur Zeitlosigkeit im Unbewussten. Das können Sie schon daran sehen, da gibt es auch keinen Tod übrigens. Ne? Vielleicht kennen Sie das auch. Ich habe vor kurzem, mein Vater ist 1985 gestorben, hatte ich wieder eine interessante, ausführliche Begegnung mit ihm gehabt, wo wir intensiv diskutiert haben. Der ist so lebendig, dass es gerade so pulsiert. Dabei ist er offiziell schon so lang tot. Das interessiert mein Unbewusstes überhaupt nicht. Das sagt, das bestimmt immer noch ich, wer hier lebt oder nicht. Und heute Nacht lassen wir ihn leben, aber wupp dich. Und dann lebt er halt. Wenn ich dann wieder aufwache, das heißt in einen anderen Bewusstseinszustand gehe, dann behaupte ich, er lebt nicht mehr. Und offiziell, standesamtlich nachweisbar, lebt er auch nicht mehr. Meinem Gehirn ist das egal. Und in dem Moment, wo ich diese Begegnung mit ihm hatte, war das ausgesprochen intensiv, emotional und sogar nützlich für mich. Also gibt es da gar keine Zeit. Da herrscht nur Zeitlosigkeit. Ob ich dann Vergangenheit nehme oder Zukunft oder sowas, ist immer nur insofern relevant, wie es wirksam wird in der Gegenwart. Deswegen ist der nächste Schritt, gibt es denn solche Episoden des gewünschten Erlebens, ansatzweise oder ganz, wie die, die sie in der Zukunft wollen, auch jetzt schon? Hajo, gibt's die. Manchmal dauert es aber eine Dreiviertelstunde, bis jemand draufkommt. Deswegen, wenn Sie beratungstechnisch arbeiten, sollte Sie das nicht irritieren. Wenn jemand sagt, also hören Sie, das brauchen Sie gar nicht weiter fragen, da gibt's nichts Gescheites in meinem Erleben. Alles immer nur blöd gewesen. Schon immer. Durchgängig. Also gibt es vielleicht Unterschiede, was man mehr oder weniger blöd war. Ich habe auch viele Spezialisten gesagt, nein, immer gleich Scheiße. Immer gleich Scheiße. Das ist zu würdigen. Glauben würde ich niemals daran. Niemals. Selbst bei Leuten, die schwerst depressiv sind, das ist jetzt mehr der klinische Bereich, ne? Da gibt es dann halt Leute, und das wird da typischerweise erklärt, Stoffwechseldefekt oder so, kann man alles sagen, klar. Hypnosystemisch kann man da ganz anders damit arbeiten. Wir brauchen Ressourcenerfahrung. Da gibt es aber, und das wird als Pathologie beschrieben, ist das nicht süß? Da gibt es das sogenannte Morgentief und Abendhoch. Also Leute, die so richtig depressiv massiv drauf sind, denen geht es oft morgens brutal schlecht, aber abends relativ gesehen besser. Aber am nächsten Morgen ist wieder so schlimm. Also, ja gut, da war es mal ein bisschen, aber morgen früh ist wieder so schlimm. Also, ja klar, natürlich, aber gucken Sie mal, wie konnte es passieren, dass es abends besser war? Ich würde übrigens nie besser sagen, weil bei jemandem, der gerade so depressiv drauf ist, sollte man nicht besser sagen. So, weniger schlecht. Weil besser macht die Leute schon fertig. So, aber weniger schlecht ist akzeptabel. Wenn ich dann sage, weniger schlecht ist es abends, ja, aber wie erklären sich das? Weiß nicht. Und warum geht es Ihnen so schlecht? Naja, wenn Sie meine Vergangenheit hätte und so weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber Vergangenheit hin oder her, abends ist relativ weniger schlecht. Also das Gehirn, das ist nicht in Ordnung, hält sich einfach nicht an die Konzepte. Weil die Vergangenheit ändert sich noch nicht dadurch, dass es Abend wird, oder? Aber trotzdem ist besser, weshalb, wenn wir dann vergleichen, was ist denn unterschiedlich abends oder morgens, dann zeigt sich nicht nur die Gefühle und so weiter sind anders, sondern die Erwartungen, die die Person an sich selbst stellt. Also der Gestaltungsbereich der Selbstbeziehung ist anders. Und abends sind die Erwartungen an sich geringer als morgens. Morgens kommt einem der Tag vor wie ein Riesenberg, verbunden mit einem Antreibersystem, was man im Kreuz hat. Er sagt, wenn du wirklich in Ordnung wärst, würdest du das alles auch schaffen, aber hopp, sofort. Und dann kommt man sich schrumpfend vor, wie klein, wie ein Zwerg und wird immer niedergedrückter. Abends ist das kein Berg mehr, weil jetzt ist es rum. Und jetzt, und schon wird es besser. Also kann ich sogar die schlimme, angeblich pathologische, depressive Erfahrung ressourcenorientiert nutzen. Indem ich sage, ist es nicht der Wahnsinn, Sie haben so einen klugen Organismus. Der antwortet aber mit seinen unwillkürlichen Feedbacks darauf, wie Sie abends mit sich umgehen im Vergleich zu morgen.
Und morgens, da gibt er Ihnen die Konventionalstrafe der sogenannten Depression. Wenn man jetzt aber guckt, was dazu beiträgt, ist, morgens haben Sie so gnadenlose Erwartungen an sich aufgerichtet, aber das ist doch anerkennenswert, Sie wollen es einfach gut machen. Aber Ihr Organismus sagt darauf, dafür liefere ich dir verlässlich die Sanktion der Depression. Wenn du was anderes willst, dann solltest du mich behandeln wie abends. Und wie ist abends? Weniger hohe Erwartungen und schon kriegen sie die Gratifikation des relativ weniger Schlechten. Könnte man sie dafür gewinnen, ein bisschen mehr mit sich auch morgens schon so umzugehen wie abends? Das kann ich nicht. Also, oh jo, so ungefähr. Nimm an, wer würde jetzt behaupten, es wäre abends? Es ist morgens 10 Uhr. Wir tun so, als ob es Abend wäre. Und sie, ich werde sie jetzt treffen und sie sagen, oh, es ist wieder Abend, wie geht's und so, wie werden sie abends mit sich umgehen? Dann machen wir eine Imagination des hypothetischen Abends morgen. Und der Körper, dem ist das vollkommen egal, der reagiert so, als ob das Abend wäre. So. Das ist übrigens bei Ängsten genauso, gell? Wenn sie eine Angst haben wollten, dann nützt ihnen ihre gesamte Vergangenheit nichts. Also nur als Tipp, wenn sie mal wieder eine richtig saftige Angst haben wollte, die Vergangenheit ist nicht mehr das, was sie war. So, ne? Also nehmen wir an, sie hätten irgendwas Schlimmes hat jeder von uns sicher erlebt. Nehmen wir an, sie wollten jetzt im Moment eine Angst in sich erzeugen und sie wollen dafür schlimme Vergangenheitserfahrungen nutzen. Linearkausal, weil meine Vergangenheit so war, muss es mir heute so gehen. Und Sie versuchen sich mal reinzuversetzen in das Schlimme von damals und Sie werden sagen, ich habe so Angst, weil ich das Schlimme damals erlitten habe. Damals habe ich dieses Schlimme erlitten, das macht mir Angst. Glaubt es da mit der Angst? Ich wette, nein. Da können Sie viel Schlimmes erlebt haben, Sie können es nicht nutzen für eine Angsterzeugung. Das ist halt rum. Aber Sie können Ihre Vergangenheit natürlich gut nutzen als Hochrechnung für Fantasien der zu erwartenden Zukunft. Aber wenn Sie eine Angst erzeugen wollen, müssen Sie eine Zukunftsimagination machen. Jetzt natürlich eine bestimmte. Wenn es so auskommt, auch klasse werde, da klappt es auch nicht mit der Angst. Sie müssen also unbedingt eine Bedrohlichkeitsfantasie entwickeln. Ja? Aber das heißt, man kann ausschließlich Angst entwickeln bezogen auf Fantasien, niemals auf echte Realitäten. Niemals. Weil das liegt halt in der Zukunft. Kennen Sie die Zukunft? Ich nicht. Also ist es eine Fantasie, eine Hypothese. Aber die muss bedrohlich sein, das reicht aber nicht aus. Man muss schon wissen, wie man eine Angst hinkriegt, gell? So. Weil wenn Sie nur eine Bedrohlichkeitsfantasie aufbauen, oh, es könnte ganz gefährlich werden und ganz schlimm. Dann aber aus Versehen sich noch zubilligen, ich könnte irgendwie damit umgehen, ja, da kriegen Sie Arousal, wie man so in der Fachsprache sagt, Wachheit. Oder Wut oder sonst was. Okay, dann komm, Bedrohlichkeit. Angst kriegen Sie nur in der Kombination. A, es ist ganz bedrohlich. B, ich kann nichts machen, ich bin ausgeliefert, hilflos. C, am besten noch, ich bin ganz allein und habe keine Unterstützung. Wenn die Kombination kommt, dann klappt es mit der Angst. Das heißt, wenn Sie eine Angst erleben, wenn wir das subjektiv erleben, sehen wir das natürlich ganz anders oder spüren es anders. Da kommt uns vor wie echte Wahrheit. Aber es kann nur eine selbsthypnotische, gemachte Imagination sein über bedrohliche Zukünfte, die wir dann behandeln, als ob sie eine Wahrheit seien. Das können die gar nicht sein. Also könnte man gucken, wie man umfokussieren können. Das nur als Randbemerkung. Aber nochmal, erst gewünschte Zukunft, dann gibt es Episoden in der Vergangenheit. Wie gesagt, da kann es sein, dass Ihnen erstmal jemand sagt, gibt's nicht, brauchen Sie gar nicht fragen, das wird gewürdigt, aber da lasse ich nicht locker. Sag, Herr, klar, wenn es das nicht gibt, Sie wären doch die erste Person, die es schildern würde, wenn es das gibt, dann gibt's halt nicht. Nur eines soll ich dabei beachten, wer in der Person sagt es? Weil diese Person ist nicht eine Person, niemand von uns. Wir sind alle multiple Wesen, gell? Auch wenn man so aussieht, als ob man einer wäre oder eine. Weil die das sagt, ist die, die keine Erinnerung hat an die hilfreichen Episode. Das leidende Ich. Und das leidende Ich ist so assoziiert mit dem leidvollen Prozess, zu dem keine hilfreichen Erlebnisse gehören, dass die einfach ausgeblendet werden. Man hat eine Amnesie dafür. Aber die sind im schlummernden Potenzial da. Deswegen schalte ich dann um und sage, also dann gibt's halt keine und gehe auf Hypothetisches. Falls es je welche geben würde, nicht jetzt und nicht ganz richtig, bloß so ansatzweise fast,
An was am ehesten würden Sie sich erinnern können, falls es je welche gegeben haben könnte, was es ja nicht gibt? Spätestens nach einer Dreiviertelstunde sickert die erste, na gut, wenn Sie mich so fragen, dann wäre das vielleicht eine hilfreiche Sache gewesen, die es aber nicht gibt. In Ordnung, das reicht, dann kommt der Dammbruch. Plötzlich hat jemand 15 Erinnerungen an hilfreiche Episoden, die gewünschtes Erleben aus der Zukunft widerspiegeln. Der hat aber nicht gelogen, weil das Ich, was mir gesagt hat, es gibt das nicht, ist ein anderes Ich im gleichen Menschen wie das Ich, was jetzt sich erinnert. Das Ich, was sich jetzt erinnert, ist assoziiert mit den hilfreichen Episoden. Das Ich, was gelitten hat, hat eine Amnesie dafür. Also frage ich mich niemals, wenn ich mit jemand rede, professionell ohnehin, was hört der Klient von mir, was ich da sage? Ich frage mich aber immer, wer in ihm, aus seinem Verein, ist ein ganzer Verein, mit dem ich da rede, wer in ihm am meisten hört gerade zu und antwortet, das ist sozusagen der Türwächter im System. Mit dem muss ich halt ins Geschäft kommen und kooperativ werden. Und das heißt ja ganz klar, deswegen habe ich immer ein Mehrebenenerleben. Sogenanntes Pacing für das, was gerade regiert. Und wenn das Ich ist, was leidet, dann halt ein Pacing dafür. Und dann erst die Einladung zu anderen Ichs. Ne? Und das heißt, Mensch, da ist halt nichts zu machen und es ist ganz schlimm. Oh Mann, Sie haben es schwerer, als man dachte. Puh, Mensch, unter den Umständen. Was wäre noch einmal das, was Sie anstreben? Und wie gehen Sie damit um, dass ich es bisher noch nicht erreicht habe? Dann gehen wir in die Selbstbeziehung, weil die kann man immer ändern. Und meistens gehen die Leute sehr abwertend mit sich um, wenn es ihnen schlecht geht. Dann kann man da ansetzen. Aber deswegen ist die Frage nicht, wie ist das System bisher organisiert, sondern wie soll das gewünschte System organisiert werden in der Zukunft? Und diese Imagination, wie wirkt die jetzt schon in der Gegenwart? Und wie finden wir Episoden, die das noch stärken aus der Vergangenheit? Wie können wir uns in die in der Gegenwart hineinversetzen? Plus, das ist jetzt noch ein wichtiger Zusatz, und wie können wir mit den leidvollen Prozessen, von denen die Leute weggehen wollen, so umgehen, dass es dem Angestrebten in der Zukunft dient? Weil das müssen wir noch ergänzen, dann lasse ich Sie mal einen Moment in Ruhe, jetzt habe ich Sie schon zugetextet genug, so ungefähr, ne? Weil Sie können noch so toll imaginieren in die gewünschte Lösungszukunft. Und da zeigt sich ja, das war schon immer da, war die ganze Zeit da. Ich kann nichts in Leute reintrichtern. Und wenn Leute 20 Jahre gelitten haben, ich habe in 40 Jahren Arbeit, ich mache das jetzt 40 Jahre, mit Tausenden von Leuten über die ganzen Jahre, noch nicht ein einziges Mal habe ich erlebt. Wirklich noch nicht ein einziges Mal. Selbst wenn jemand 20 Jahre gelitten hat, unter schwersten Depressionen oder auch schizophren definiert war oder so. Ich habe noch nie länger als 2 Sitzungen gebraucht, bis wir alle hilfreichen Ressourcenprozesse gefunden haben, als schon im Repertoire gespeichert, die man braucht für hilfreiche Entwicklungen. Das kann enorm schwer sein. Vielleicht gibt es Ausnahmen, ich habe es noch nicht erlebt. Das heißt nicht, dass es leicht ist, dahin zu kommen. Aber dass die Ressourcen nicht da waren, das habe ich noch nicht erlebt. So, dann könnte man sagen, und das machen viele Leute, die lösungsorientiert arbeiten, ich allerdings nicht. Gell? Naja, wenn Erleben sowieso nur ein Ergebnis von Aufmerksamkeitsfokussierung ist, dann sollten wir doch gefälligst nur in die Richtung der gewünschten Lösung fokussieren. Wo war es noch besser und wo war es nochmal? Das finden Sie bei Appreciative Inquiry wieder. In Badgens eine Befragung in Teams und so ähnlich. Und so, und wie gehen Sie damit um? Das war, wo war es schon mal gut? Oho, wie wäre es, wenn es ganz toll wäre? Was davon könnte Sie noch toll machen? Und was machen Sie tatsächlich vom Tollen? Es ist so ein 4-Schritte-Programm. Wow, 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 wow. So, verkürzt ein bisschen gesagt. Das ist die ländliche Version von Appreciative Inquiry. Ne? Und das ist prima. Nur, es ist völlig einseitig und eine einseitige Parteinahme, die sich im Erleben der Beteiligten unwillkürlich als gegen das ungewünschte Erleben gerichtet. So wird es erlebt. Und damit als antagonistischer, feindseliger Prozess gegen die Problemprozesse. Diese Problemprozesse allerdings, die sind ja von der Person selbst autonom gemacht. Jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich sage, ja, aber die sind nicht wichtig, so, ne? Mit Steve DeShazer, mit dem ich sehr eng befreundet war, wir haben 23 Jahre gearbeitet miteinander,
Wenn ich gesagt habe, wie würdest du vorschlagen, sollten wir Probleme erläutern oder beschreiben, sagt er, am besten wir sagen, shit happens. Ich sage, das finde ich nicht. Warum? Jetzt nehmen wir an, Sie hätten 10 Jahre ein Problem gehabt und hätten darunter gelitten. Und jetzt gehen Sie zur Beratung und dann kommt raus, naja, 10 Jahre halt shit gehabt, shit gehappened, auch Pech gehabt. Das ist nicht eine Wahrheit. Das ist eine Aufmerksamkeitsfokussierungsprozedur, die hat Erlebniswirkung in der Gegenwart. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie sagen würden, oh, jetzt ist besser, Gott, 10 Jahre shit produziert. Baut Sie das gleich auf oder später? Eine Frage der Wirksamkeit. Ne? Ich habe andere und wesentlich bessere Erfahrungen, wenn ich da noch gucke. Mensch, wenn Sie das und das jetzt haben wir doch die ganzen Prozesse, die helfen für die hilfreiche Lösungsentwicklung. Die haben wir doch jetzt schon gefunden. Aber ich konnte sie doch nicht in sie reintrichtern, die waren die ganze Zeit schon da. Dann ist eine entscheidende Zusatzaufgabe, wie kann ich jetzt als Kompetenz würdigend beschreiben, dass bisher jemand, obwohl er die Kompetenz noch längst in sich hatte, sie noch nicht genutzt hat für seine ersehnten Lösungen. Weil er braucht ja für die Lösung bestimmte Kompetenz, jetzt findet man die schon. Da könnte man sagen, Mensch, wenn er die Forschung genutzt hat, bräuchte er doch gar nicht zu mir kommen. Wieso hat er sie nicht genutzt? War er blöd? War er krank? War er doof? War er masochistisch? Wenn ich hypnosystemisch schaue, und das heißt, ich muss jetzt alles, was da gemacht wird, auf seine Auswirkungen in Beziehungen anschauen. Nicht Ursachen, Auswirkungen in Beziehungen. Dann stellt sich eine ganz andere Frage. Welche Auswirkungen in Beziehungen hätte es, wenn Sie dauerhaft diese Lösungskompetenz schon gelebt hätten, die ja schon da war? Und dann zeigt sich in fast allen Fällen bei uns, dass dies einen Zielkonflikt ausdrückt. Also ich mache es mal an der Klinik bei uns. Ne? Wenn ich da sind manchmal 70 Leute darum, die ganzen Klienten. Wenn ich da abends mache, da immer so eine Abendveranstaltung einmal die Woche. Dann arbeite ich mit jemandem, gerade letzte Woche wieder. Diese Woche arbeite ich mit jemandem, ich fühle mich immer so schwach und so verzagt, ich traue mir nichts zu, ich bin so fertig und habe so Angst und hin und her. Na gut, da arbeite mal 20 Minuten, dann ist die Person voll in ihrer Kraft. Und dann geht es auch richtig gut durch bestimmte Umfokussierungsprozesse. Habe ich jetzt nicht mehr die Zeit dazu, aber das ist immer das Gleiche, was ich da mache. So, dann sage ich, wie geht es Ihnen jetzt? Ja, jetzt geht es mal viel besser. Ich sage, oh, wie ist das in die gewünschte Richtung? Ja, genau so. Ich sage, sehen Sie, gucken Sie, jetzt machen wir nochmal Schritt für Schritt. Wie sind Sie da hingekommen? Was haben Sie gemacht? Zu was habe ich Sie eingeladen? Wie haben Sie es gemacht? Sodass das in Ihnen wieder wachgerufen werden konnte. Wissen Sie es noch? Dann rekapitulieren wir es. Dann weiß die Person es noch. Also gucken Sie, dann könnte man doch sagen, diese Fähigkeiten konnte ich doch nicht in Sie reintrichtern, die waren schon da. Ja, genau. Und was schließen Sie daraus, dass Ihnen jetzt so geht? Sie wissen ja auch, wie es geht. Dann sagt die Person natürlich, ja, da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Das mache ich jetzt immer. Also, ah, prima, dass Sie es können, ist ja gar keine Frage, haben wir 70 Zeugen. So. Und Sie sagen, Sie machen es jetzt immer. Ja. So, auch zu Hause. Ja, selbstverständlich, da wollte ich ja hin. Also, ah, prima, dass Sie es können, ist keine Frage. Ich habe nur noch eine Frage. Wenn Sie es machen würden, immer, welche Auswirkungen in Ihren Beziehungen hätte es denn? Und fast jedes Mal, wenn ich das mache, kann man bei den meisten Leuten sehen, eben waren sie noch so. Wenn ich frage, und welche Auswirkungen in ihren Beziehungen hätte es, wenn sie es immer machen, würden sie sagen, es geht doch nicht. Also, das stimmt doch gar nicht, eben ging es doch noch. Ja, geht aber nicht. Sie haben doch selber gesagt, sie wissen, wie es geht und sie können es, also geht es. Es geht aber nicht. Also, ja, warum geht es nicht? Und dann, wenn wir den Blick auf Auswirkungen nehmen, dann kommen so typische Sachen wie zum Beispiel, ja, dann kriege ich Krach mit meinem Chef oder das hält dann meine Mutter nicht aus. Oder mein Mann kriegt's ans Herz. Oder dann stelle ich die Beziehung XY in Frage. Und dann ist es ein Mangel an Kompetenz? Natürlich nicht. Es ist ein unbewusst erlebter Zielkonflikt, der gerade erlebt wird, wenn man seine Kompetenzen nutzt. Und das Nichtnutzen der Kompetenzen bis hin zur Symptomentwicklung, was man nicht bewusst gemacht hat, ist ein Lösungsversuch, um diese Zwickmühle zu lösen. Dann kann ich natürlich sagen, ja, dann lassen wir es. Das wäre natürlich nicht die Idee, sondern dann kommt der nächste Auftrag. Oh, was wäre denn dafür eine hilfreiche Lösung, wenn Sie diese Ziele nicht mehr gegensätzlich erleben würden, sondern womöglich, ne, zum Beispiel, man sagt, also hören Sie mal, wenn es mir so geht, dann sage ich endlich mal, was meine Bedürfnisse sind und dann bleibt kein Auge trocken.
und dann löse ich mich endlich aus diesen blöden Loyalitätsbindungen. Das reicht mir jetzt. Ich habe genug da immer die Verantwortung übernommen für andere. Also, das ist König, ja, keine Frage. Welche Auswirkungen jetzt nochmal in Ihren Beziehungen? Dann sagt jemand plötzlich, ja, dann würde meine Mutter zusammenbrechen. Also gut, also man, alles hat seinen Preis im Leben, gell? So ungefähr. Also Ihnen geht es dann gut, Sie nutzen dann Ihre, achten Ihre Bedürfnisse und Ihre Mutter bricht zusammen. Welche Auswirkungen hätte das dann zum Beispiel auf Sie? Ja, dann würde ich so viel Schuldgefühle kriegen. Wie wird es Ihnen dann gehen? Ha, ganz schlecht. Wenn es Ihnen ganz schlecht geht, wie wird sich das aus? Ha, dann geht es meiner Mutter wieder besser. Ah, dann könnte man natürlich sagen, das war die frühere Variante der Familientherapie, die noch heute manche Familientherapeuten pflegen. Aha, die Mutter war's. Ich habe 3 Kinder. Als Vater von 3 Kindern ist man da schon ambivalent, ob man das Konzept nicht lassen sollte. Ich finde, man hat, ne? Also Sie können in der tiefen psychologischen Welt ganze Bibliotheken finden, die belegen ausführlich mit romanhafter Klarheit, dass es letztlich die Mütter sind. Und wenn man genau hinguckt, als Vater, da kann man dann nur noch den Notstand verwalten, im Grunde, ne? Oder? So, das ist natürlich dummer Quatsch. Die Mutter ist nur eine Einladung. Sie hat keine zwanghafte Möglichkeit, selbst wenn sie wollte. Weil auch Kinder sind kränkenderweise so autonom wie wir. Gell? Und als Mutter oder als Vater kann man machen, was man will. Das sind Einladungen. Aber natürlich, wenn man schon eine Mutter oder einen Vater hat, sollte man sie unbedingt nutzen. Ich finde, das ist doch immer gut, wenn man sagen könnte, kann man sein Größen selbst aufrechterhalten. Was hätte aus mir werden können, wenn meine Mutter nicht so zu mir gewesen wäre? Oder mein Vater? Meine Mutter, die war immer so lieb zu mir. Kann ich auch schon, ne? Mein älterer Sohn zum Beispiel hatte schon zu mir gesagt, das war so, der versteht sich auf diesem Klavier wunderbar zu spielen. Der hat schon dann gesagt, weißt du, Papa, wenn ich mal so recht überlege, ich finde, das solltest du dir mal kritisch angucken und dir vorwerfen, du warst immer so wertschätzend und unterstützend mit mir. Da konnte ich ja gar nicht lernen, in dieser Welt richtig kämpferisch umzugehen. Wenn du nicht wertschätzend bist, also Elternteil kann man eins sagen, egal wie es machst, du machst immer falsch. Aber dann kannst du gleich machen, was du willst, ne? So ungefähr in der Form läuft es so. Und eine Mutter kann man immer nutzen und einen Vater, immer so. Aber es stimmt halt nicht, das sind Einladungen und keine Zwänge. Und wenn jemand davon redet, dass die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt, finde ich, macht er sich an seinen Klienten schuldig. Weil die Vergangenheit, wenn er das so sagt, ja, wenn zum Beispiel, also ich mache das noch zum Abschluss, dann höre ich damit auf, bloß damit Sie den Zusammenhang verstehen. Ne? Nehmen wir Beispiele von massiv traumatisiert sich erlebenden Menschen. Haben wir relativ viele bei uns auch in der Klinik. Dann sagen die natürlich verständlicherweise, und das ist sehr achtungsvoll zu behandeln, mir geht es heute so schlecht und ich habe so fürchterliche Flashbacks, da läuten die Leute wie die Hölle darunter, das ist furchtbar für die Menschen, weil ich diese schlimmen Erfahrungen erlitten habe. Und weil das in der Vergangenheit so war, muss es mir heute so gehen. Sie machen also eine Realitätskonstruktion, dass die Vergangenheit die Ursache ihres gegenwärtigen Erlebens ist. Das ist die Ursache, mein heutiges Erleben ist die Wirkung. Weil es so ist, muss es mir so gehen. Damit blenden Sie natürlich in dieser Realitätskonstruktion jeden Zugang zu Gestaltungsmöglichkeiten aus. Dann habe ich natürlich ein Dilemma, das muss ich würdigen. Aber ich mache es dann so, ich versuche immer durch Metakommunikation diese Dilemmata aufzulösen. Sag, Mensch, das kann man doch gut verstehen. Und wie lange ist das schon her? Ja, schon 5 Jahre oder noch länger oder 10 Jahre oder 20, was weiß ich. Sag, Mensch, und immer wieder geht es Ihnen so schlecht. Ist das nicht verstehbar, dass Sie das so sagen? Und das erleben Sie so, diese Vergangenheit, wenn das nicht gewesen wäre, würden Sie heute gehen. Aber das war halt so und deswegen muss es mir heute so gehen. Ja, genau. Also schauen Sie, jetzt habe ich ein Dilemma, das muss ich Ihnen erläutern. Ich kann das sehr gut respektieren, mir wird es vielleicht ähnlich gehen wie Ihnen. Aber wenn ich das jetzt einfach so sagen würde, ja genau, das stimmt und das lassen wir so, dann mache ich mich an Ihnen schuldig. Wie meinen Sie denn das? Na gucken Sie, wenn Sie jetzt ein totes System wäre, ein Bügeleisen, ein Auto, ein Computer, ein Fahrrad, dann würde das stimmen. Weil bei toten linearen Systemen gilt lineare Kausalität. Also nehmen wir zum Beispiel an, Sie nehmen ein Auto, da ist die Zündkerze kaputt beim Benziner. Ne?
mit dem Auto, wenn die Zündkerze kaputt ist, hat es das die Ursache, ist die Wirkung, springt halt nicht an. Mit dem können Sie jetzt 10, 20 wertschätzende Gespräche führen mit dem Auto und können sagen, Mensch, doch so verständlich, dass du nicht anspringst und so. Woran würdest du denn merken, dass du wieder spritzig anspringst? Das ändert gar nichts. Sie können auch mit ihm fragen, bist doch früher auch schon mal spritzig angesprungen, erinnere dich doch mal. Das ändert nichts. Sie müssen die Ursache beheben, sonst bleibt die Wirkung immer genau die gleiche. Die Ursache muss verändert werden, sonst wird die Wirkung nicht anders, oder? Genau. Also, da muss ich Sie jetzt aber fragen, weil ich Sie ja nicht als Auto oder Bügeleisen erlebe. Ne? Seitdem Sie das erlitten haben, ist denn Ihr Leben immer wie beim Auto genau gleich? Oder gibt es Variationen im Erleben? Und selbstverständlich gibt es die immer. Es ist völlig unmöglich, dass man immer das Gleiche erlebt, weil sich immer der Kontext ändert und so weiter. Und dann finden wir natürlich x verschiedene Variationen des Erlebens bei gleicher, nicht mehr veränderbarer Vergangenheit, die als Ursache bezeichnet wird. Also gucken Sie, jetzt habe ich eine ethische Pflicht. Ich als Berater oder Therapeut, je nachdem, welche Rolle ich bin, habe die ethische Pflicht, mit Ihnen verstehbar zu machen. Wie kann es denn erklärbar sein, dass obwohl diese sogenannte Ursache nicht mehr veränderbar ist, beim Auto ist sie veränderbar, bei Ihnen nicht mehr, weil die Vergangenheit ist rum. Die können Sie nicht mehr ändern. In der jeweiligen Gegenwart, Sie aber immer wieder unterschiedliches Erleben haben, bei gleichbleibender sogenannter Ursache in der Vergangenheit, wie kann man denn das denn erklären? Na wie? Na, weil halt auch ganz andere Erlebnisprozesse in uns sind, die dann in der jeweiligen Gegenwart, wie auch immer die Vergangenheit war, aktiviert werden. Nur dadurch ist es erklärbar. Und deswegen bitte ich Sie um Verständnis, dass ich Sie nicht wie ein Bügeleisen oder Auto behandeln will und dann allerdings Sie einladen will, wie konnte es passieren, dass bei gleicher schlimmer Vergangenheit Sie da anders reagieren konnte. Die Vergangenheit ist die gleiche, aber hat sie die gleiche Wirksamkeit gehabt, als wenn Sie überflutet werden? Natürlich nicht. Also, was heißt es? Wir bauen nun eine hilfreiche, steuernde Beobachterhaltung auf. Denn die genau, allerdings vorher spontan, unwillkürlich, ohne bewusste Absicht, musste aufgebaut sein in der Wirkung, dass diese sogenannte schlimme Vergangenheit auf Abstand gebracht wurde. So wie bei Ihnen vorhin, mit dem ich hatte, habe, werde haben ein Problem, da muss die woanders hin platziert worden sein, sonst hätte in der Gegenwart es nicht besser werden können. Aber es wurde besser und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann kriegen wir aus diesen Variationen alles Wissen aus dem unbewussten, intuitiven Wissen der Personen, was zu hilfreichen Systemorganisationen beigetragen hat. Und dann fokussieren wir darauf. Und dann plötzlich bei gleicher Vergangenheit können Sie sagen, ah, da kommt wieder der Flashback und will mich jetzt überfluten. Na, den leite mal heute mal um. Oder den platziere ich da drüben. Das geht so weit, dass ich mit den Leuten dann so arbeiten kann, dass wir systematisch gucken, wann kommt denn der Flashback, also das schlimme Erleben aus der Vergangenheit, eher mal zu Besuch? Und wann sagt der Flashback, heute komme ich nicht, ich habe keine Lust. Wie sind denn die Situationsbedingungen in der Art, wie sie umgehen mit sich selbst, wie sie mit der Umwelt umgehen, welche Umwelteinflüsse auf sie einladend wirken, sodass der Flashback sagt, heute habe ich eine Chance. Zu wem müssen sie werden, dass der Flashback Sie überfluten kann? Und zu wem könnten Sie sich werden lassen, sodass Sie sagen können, ja, Flashbackchen, bist du auch mal wieder im Lande? Und das können wir systematisch lernen. Und systematisch wird es aufgebaut und dann wird die schlimmste Vergangenheit sogar noch zu einer Erinnerungshilfe für das Reaktivieren der hilfreichen Gegenwart. Genau das Gleiche können wir dann übertragen auf Teams machen. Da kann ich jetzt nicht mehr ausführlich drauf eingehen. Ich habe jetzt nur das Grundprinzip jetzt mal erläutern wollen. Es ist schon lang überzogen. Also ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr schuldig gemacht, dass ich Sie jetzt so lang strapaziert habe. Ich danke Ihnen für diese Geduld mit mir und will es jetzt einfach mal so stehen lassen, dass die Gegenwart an diesem Abend wenigstens jetzt etwas noch erträglicher wird. Ja, genau.
Aber wenn man, also das ist zum Beispiel etwas, was wirklich mir ein Anliegen ist in dem Punkt, ist ja, das gilt natürlich in jedem Fall für die Psychotherapiewelt. Aber viele Coaching-Prozesse und andere Beratungsprozesse sind ja abgeleitet aus Psychotherapiekonzepten. Und da höre ich dann zum Beispiel immer wieder auch, naja, es gibt halt einen Wiederholungszwang. Da kann ich nur sagen, wer das sagt, macht sich an seinen Klienten schuldig. Weil natürlich gibt es viele Prozesse, die einem so, die erlebt werden von Leuten, als ob es ein Zwang sei, als ob. Aber es ist, wenn wir diese Erkenntnisse endlich mal ernst nehmen in der Praxis, eine starke Einladung. Einladungen kann man annehmen oder ablehnen oder modifizieren. Ne? So. Aber es ist kein Zwang, weil wenn ich sage, es ist ein Zwang, definiere ich, in der Priming-Forschung kann man das klar sehen, jedes Wort hat bahnende Wirkung und aktiviert unwillkürliches Erleben. In dem Fall, wenn ich sage Zwang, ein Opfer erleben. Weil damit ist ja klar, ich habe keine Möglichkeit. Das ist halt ein Zwang. Ich bin ausgeliefert, das hilflose Opfer eines Zwangs. Das stimmt einfach nicht. Und ich finde, das ist unsere ethische Verantwortung, dass man da Realitätskonstruktionen, Konzepte den Leuten anbietet, die ihnen wieder erlebbar und spürbar machen, hey, es ist sauschwer vielleicht und sehr schlimm und schwierig und es ist möglich. Das gilt auch für andere Prozesse. Vielleicht noch eins zum Abschluss so in der Richtung. Wenn es zum Beispiel um körperliche Prozesse geht, da können Sie mich selber nehmen. Ne? Zum Beispiel jetzt am Montagabend. Ich bin gerade aus USA geflogen gekommen, war bis dahin strotzend vor Wohlgefühl. Uns ging mal sau gut, kam aus dem Flugzeug, hatte ich eine furchtbar schlimme Erkältung. Und am Montagabend ging es mal so schlecht, da hatte ich solche Kopfschmerzen und Verspannungen, wie ich sie in 20 Jahren nicht hatte. Es ging mir richtig schlecht. Und ich hatte Schmerzen, wie wenn sie mal mit dem Messer da reinstechen in den Kopf. Nun ist halt so, ich seit 40 Jahren habe ich mich entschieden, dass ich grundsätzlich bei solchen Schmerzzuständen keine Medikamente nehme. Das ist eine Frage der Ehre. Das muss mit diesen Verfahren gehen. Und es geht dann auch, ne? Aber das hat anderthalb Stunden gedauert, bis ich umfokussieren konnte, wirksam genug. Aber ich bin kein Opfer. In dem Moment natürlich, wo ich diese Schmerzen erlitten habe, da kam ich mir vor wie ein Opfer. Und ich wusste, oh Gott, ist das schlimm, ich kann nichts machen. Das sagt das leidende Ich. Aber ich weiß, ich habe noch andere Ichs und mit denen kann ich mit diesem Körper in eine andere Resonanz treten. Nur muss ich nicht erwarten, dass das gleich geht. Weil diese unwillkürlichen Problemprozesse haben eine enorm starke Sogwirkung oft. Und da dauert es oft, in dem Fall war es anderthalb Stunden, das war jetzt nicht so gerade erfreulich, aber nach anderthalb Stunden hat der Organismus umgeschaltet und dann ging es mal wieder gut. So. Aber anderthalb Stunden ist auch nicht so angenehm, gell, so immerhin. Und ich verstehe jeden, der dann sagt, da haue ich mir ein paar Schmerzmittel rein. Ist doch klar, finde ich völlig legitim. Würde ich auch niemals von jemand anderem erwarten. Aber ich habe halt die Erfahrung, es geht. Und das war natürlich wieder so, siehst du, Junge, es geht. Das stärkt natürlich für die Zukunft die Erwartung. Das Interessante ist, wenn man das so macht, dann kriegt man auch weniger Schmerzen auf Dauer. Weil der tatsächlich erlebte Schmerz ist niemals nur das, was im Moment feuert, sondern immer eine Art Paket zwischen tatsächlich gerade feuerndem Schmerzimpuls, erinnertem Schmerz, sogenanntem Schmerzgedächtnis und befürchtetem Zukunftsschmerz. Und der fällt ziemlich stark weg, wenn man weiß, ha gut, dann kommt er halt. Muss man sich nicht freuen, aber die Nummer, die kriege mal hin. Dann hat man ganz andere Haltung im Umgang mit dem Schmerz. Ja, dann kommst halt, Junge, das werden wir schon austanzen. Und sofort habe ich eine vollkommen andere Physiologie in der Gegenwart damit. Aber in dem Moment, wo ich es erleide, erlebe ich mich, als sei ich ein Opfer. Und ich bin es nicht ganz. Eine Seite von mir schon. Und die muss sehr liebevoll, empathisch gewürdigt werden. Okay, also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und meine Energie über diesen Tag und heute Abend ist mächtig. Ja, vielen Dank. Nochmal. Danke Ihnen. Einen schönen Abend.